Ja, meine Damen und Herren, dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ich hoffe jetzt auch mal auch, dass Sie alle zuversichtlich und gut ins neue Jahr gestartet sind. Und dass Sie jetzt bei all den schlechten Nachrichten zur Entwicklung der Infektionslage und bei den ganzen Debatten um die neuen Lockdown, Veränderungen, Verlängerungen Ihre Zuversicht nicht gleich wieder verloren haben. Geduld ist ja nun das Stichwort unserer Zeit in diesen Tagen. Die brauchen wir jetzt alle und wir vertreiben Ihnen die Zeit ein bisschen, indem wir unsere Veranstaltungen nicht einfach absagen, sondern in gewohnter Weise in den virtuellen Raum verlegen. So kennen Sie das ja von Cardizes. Also sehen Sie sich bitte um. Sie sollten sich heute eigentlich im Kuppelsaal des Nürnberger Planetariums befinden, unter dem die Vortragsreihe vom Reiz der Sinne bereits seit 10 Jahren stattfindet. Denn am 22. März 2011 begann die Reihe damals noch unter dem Namen von Sinnen in eben diesem Kuppelsaal mit dem Vortrag, mit dem Titel Ist, was wir wahrnehmen, wirklich immer wahr? Der Untertitel lautete Vom Reiz der Sinne zum Erleben der Welt und dieser Untertitel ist bis heute Programm. Daher begrüße ich Sie nun herzlich zum Auftakt einer neuen Ausgabe dieser langjährigen Veranstaltungsreihe des Instituts für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices. Schön, dass Sie alle dabei sind. Mein Name ist Rainer Rosenzweig. Ich leite das Institut Cortices und werde die Moderation heute übernehmen. Im Verlauf der Reihe dann bei den nächsten Vorträgen werde ich mich mit meinem Kollegen Helmut Fink abwechseln, den Sie ja von anderen Veranstaltungen und Online-Veranstaltungen her kennen. Er leitet die Cortices Akademie für säkularen Humanismus und ist bei Cortices als Referent für Wissenschaft und Philosophie tätig. Auch wenn die Reihe nicht im Planetarium stattfinden kann, so haben wir sie doch zusammen mit unserem bewährten Partner, dem Bildungszentrum Nürnberg, als Träger des Planetariums für Sie vorbereitet. Der neue Interimsleiter des Nürnberger Planetariums, Jürgen Sadurski, ist heute unter uns. Den begrüße ich also hiermit herzlich. Ebenso ist unter uns sein Vorgänger Dr. Klaus Herzig, der inzwischen der Nürnberger Stadtspitze als Koordinator für den MINT-Bereich zuständig ist. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, der MINT-Bereich ist ja, wird ja immer wichtiger. Dort ist er jetzt also tätig, aber schön, dass er nochmal bei uns reinschaut. Ein weiterer Dank geht dann vorab an unseren bewährten Partner, die Giordano-Bruno-Stiftung, die eine Fortsetzung der Cortices-Aktivitäten auch 2021 ermöglicht. Dankbar sind wir vor allem auch denjenigen unter Ihnen, die es mit ihrer Spende uns ermöglichen, diese Art von Veranstaltungen durchzuführen. Eintritt zu verlangen ist ja für so ein Online-Angebot nicht üblich, vielleicht auch irgendwie abschreckend. Drum bieten wir das zunächst kostenfrei für Sie an. Wenn Ihnen das Angebot gefällt, dann freuen wir uns aber sehr über eine Spende an unser gemeinnütziges Institut. Die Höhe dürfen Sie dann selber bestimmen. Spenden können Sie über PayPal oder per Überweisung auf das Cortices Spendenkonto. Sie werden die Konten dann gleich später über den Chat bekommen. Alle Spenden sind dann auch steuerlich absetzbar. Ein wichtiger Hinweis noch zu Beginn, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ich hatte es vorhin vor der Aufzeichnung schon erwähnt und wir planen diese Aufzeichnung später vielleicht auch noch ganz oder in Teilen in unserem YouTube-Kanal von Cortices zu veröffentlichen. Wenn Sie also heute nach dem Vortrag mitdiskutieren möchten in der Fragerunde, können Sie das einerseits über den Chat tun, dann gebe ich Ihre Frage da auch gerne an den Referenten weiter. Oder Sie bitten um Erteilung des Wortes, dann können Sie Ihre Frage auch selber an den Referenten stellen. Und wenn Sie dabei nicht wollen, dass Ihre Frage aufgezeichnet wird, dann geben Sie bitte kurz Bescheid, dann schalte ich die Aufzeichnung aus, sobald Sie dann dran sind. Ja, die Reihe vom Reiz der Sinne beschäftigt sich nun also mit den Wegmarken auf der Reise von den Sinneseindrücken durchs Gehirn bis zur Produktion des Wahrnehmungsergebnisses, das uns als einziges bewusst wird, dieses Wahrnehmungsergebnis. Von dem Prozess der Wahrnehmung selber spüren wir nichts. Nicht das leiseste Kribbeln geht von den Synapsen aus, die während des aktiven Prozesses der Wahrnehmung hochaktiv sind. Noch dazu ist der Prozess so raffiniert gestaltet und von der Evolution natürlich so genial ausgestattet, dass er stets unser Überleben und natürlich die Fortpflanzung begünstigt. All das verführt dazu, dass wir das Ergebnis dieses Prozesses allzu leicht mit der uns umgebenden Wirklichkeit verwechseln. Doch es ist nicht identisch mit der Wirklichkeit. Vielmehr stecken Wertungen darin, Filterungen und Urteile, Vorurteile. Nun muss man verstehen, dass diese
Urteile nicht identisch sind mit den gesellschaftlichen Vorurteilen, ohne Bindestrich, für die es gute Gründe gibt, sie zu vermeiden und zu minimieren. Diesem Missverständnis unterliegen einige, die nicht so genau wissen, wovon sie letztlich reden, aber dann vielleicht Kurse zur Fortbildung anbieten. Diesen Fehler wollen wir aber hier nicht wiederholen. Der heutige Vortrag wird uns also vielmehr klar machen, dass es völlig zwecklos wäre, diesen Vorurteilen unserer Wahrnehmung entkommen zu wollen. Und er wird uns vor Augen führen, dass es auch gut so ist. Der heutige Referent, Kai Schreiber, ist Physiker, Philosoph und promovierter Neurowissenschaftler. Er ist viel rumgekommen, er lebte und forschte unter anderem in Kanada, Kalifornien, in New Jersey, in Münster und in Köln. Sein Forschungsgebiet umfasst die menschliche Wahrnehmung und Bewegungskontrolle. Von 2005 bis 2012 kommentierte er zusammen mit einem breiten Korrespondentennetzwerk in dem Blog Riesenmaschine, Entwicklungen und Erfindungen auf verschiedenen Gebieten. Dieser Blog wurde dann 2006 sogar ausgezeichnet, und zwar mit dem Grimme Online-Preis. Zusammen mit Katrin Passig und Alex Scholz gab der Autor und unser heutiger Referent dann 2013 das neue Lexikon des Unwissens bei Rowohlt heraus. Ein Taschenbuch über überraschende Lücken im Katalog des menschlichen Wissens. Und 2019 erschien dann bei Rowohlt sein aktuelles Buch Wahre Lügen. Hier ist es, wenn es nicht gerade vom Hintergrund wegzensiert wird. Jetzt sieht man es hier vielleicht ein bisschen. Ich habe es jetzt hier eigentlich oft auf der nächsten Folie drauf, dann können wir uns das nochmal anschauen. Bitteschön. Dass der Autor Kai Schreiber beim Satiremagazin Titanic gelernt hat, merkt man diesem Buch an, und zwar an vielen Stellen. Wer dort nämlich trockene Wissenschaft erwartet, wird bitter enttäuscht werden. Doch wer das Buch dann nach der Lektüre zuschlägt, hat von einem kundigen Experten etwas Entscheidendes über die Welt der Wahrnehmung und die Welt und die Wahrnehmung der Welt erfahren. Populärwissenschaft vom Feinsten. Der populärwissenschaftliche Diskurs kann also beginnen. Kai Schreiber setzt mit seinem heutigen Vortrag nicht nur an der Spitze der Reihe, steht mit seinem heutigen Vortrag nicht nur an der Spitze der Reihe vom Reiz der Sinne, sondern wird gleich noch Impulse für die darauf folgende Reihe vom Reiz des Übersinnlichen ab April geben. In seiner Einleitung schreibt er nämlich: Für den Anfang müssen wir begreifen, wie Wahrnehmung funktioniert und wie die Irrationalität in die Welt kommt. Und weiter, wahrnehmen muss eine tolle Sache sein, wenn die Evolution sich dafür auf diesen langen und kummervollen Weg begeben hat. Erzählen Sie uns, lieber Herr Schreiber, mehr von diesem Weg. Sinn und Vorurteil, warum wir unseren Vorurteilen nicht entkommen können und warum das Sinn macht. Herr Dr. Schreiber, ich bitte jetzt um Aufhebung der Stummschaltung und gebe das Wort weiter an Sie. Ja, nochmal vielen Dank für die schöne Einleitung und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sprechen kann. Ich hätte mich noch ein bisschen mehr gefreut, glaube ich, wenn das tatsächlich in Nürnberg in dem Planetarium stattgefunden hätte. Das klingt nicht nur sehr schön, ich war auch tatsächlich noch nie in Nürnberg. Da hatte ich mich eigentlich sehr drauf gefreut, aber das Virus macht uns allen Striche durch alle Rechnungen. Das wird aber, glaube ich, trotzdem auch so eine schöne Sache. Wie gesagt, ich freue mich jetzt schon und steigt damit auch direkt ein. Sinn und Vorurteil ist ja der Titel. Ich kann jetzt schon vorneweg sagen, Jane Austen wird trotzdem keine Rolle spielen. Es geht um Wahrnehmung und um mal das ganz groß aufzuzeigen, einen ganz großen Rahmen außen drum zu machen, ist Wahrnehmung und die darauf basierenden Entscheidungen, das sind vielleicht die wichtigsten Dinge, die wir so brauchen im Leben. Das ist, die wichtigsten Lebensziele, die wir so haben, sind für uns und für die Menschen, die uns wichtig sind, gute Ergebnisse zu erreichen. Und die einzige Grundlage, die wir dafür haben, ist unsere Wahrnehmungswelt. Das ist aus den Fakten, die über die Sinnesorgane an uns rankommen und auch über Kommunikation übrigens. Ich glaube, das könnte auch zu einer interessanten Diskussion am Ende noch führen, was denn nun eigentlich genau der Unterschied ist zwischen den sozialen Vorurteilen, die Sie gerade angesprochen haben, und denen, um die es hier spezifisch geht. Ich glaube, da gibt es auch durchaus Parallelen, die auch für sich sehr interessant sind.
Aber diese Extraktion quasi von Weltwissen aus den Sinnesdaten, das ist so das Wichtigste, was wir machen müssen, damit wir ein erfülltes, glückliches Leben haben, um das mal jetzt wirklich ganz groß und ganz pathetisch aufzuhängen. Und trotzdem wissen wir ja alle, und wir erleben es, glaube ich, jetzt in der Covid-Krise und in der kommenden Klimakrise ganz extrem, aber in allen Bereichen sind wir uns ständig wahnsinnig uneinig. Und wir sind uns uneinig auf eine Weise in den öffentlichen Debatten, die schon fast eine Uneinigkeit über die Realität zu sein scheint. Also es ist nicht so, dass wir uns einig sind, was los ist, und uneinig sind, was muss man jetzt machen, sondern es fühlt sich ja an, als wären wir uns schon uneinig drüber, was geht da eigentlich vor. Und das ist so ein bisschen mein Ziel für den Vortrag heute Abend, zu motivieren, warum das so sein muss und was man damit dann machen kann, wenn man verstanden hat, woher das kommt, dass wir tatsächlich dasselbe in so einem objektiven philosophischen Sinn, also so das, wie die Welt sich darstellt, unterschiedlich wahrnehmen können. Was kann man denn dann machen, wenn man tatsächlich verschiedene Welten wahrnimmt? So, aber das jetzt nur mal so als thematischer Aufhänger. Das Ganze wird in mehrere Teile. Okay, Moment, ich habe ein kleines technisches Problem. Mein Fortschrittspointer geht nicht. Jetzt geht er. Jetzt sind wir beide wieder sichtbar, aber... Ja, jetzt ist irgendwie PowerPoint abgestürzt. Das ist sehr interessant. Okay, da ist es wieder. Okay, ich hoffe, ich habe das nicht irgendwie durch meine Fernsteuerung verursacht, sonst könnte es nochmal passieren. Genau, warum Wahrnehmung Vorurteile braucht und warum das Sinn macht. Das ist ja, das haben wir alles gerade, habe ich gerade alles angerissen. Ich glaube, dass der Buhmann, den wir hier mal aufmachen können, ich habe jetzt Sherlock Holmes genommen, weil der, glaube ich, sich ganz gut eignet als Buhmann oder so eine Detektivfigur, aber das soll natürlich Sherlock Holmes sein. Das, was man so unser naives Bild davon, wie Wahrnehmung funktioniert, das ist repräsentiert in diesem, was ich jetzt hier den idealen Beobachter genannt habe. Und das ist ein Begriff, der auch tatsächlich, der wird uns später nochmal wieder begegnen, der eine große Rolle spielt in der aktuellen Wahrnehmungsforschung. Aber unser naiver idealer Beobachter, das ist einer, der keine Fehler macht, der keine Vorurteile hat, der objektiv ist, der versucht, so gut das eben geht. Und wie gesagt, wenn es der Ideale ist, dann geht es ja perfekt. Dann macht er keine Fehler, dann hat er objektive Wahrheiten extrahiert und dann entscheidet er bewusst und selbstreflektiert, was er mit diesen Wahrheiten macht. Das ist so, an dem arbeiten wir uns jetzt ein bisschen ab, an diesem idealen Beobachter. Und im ersten Teil möchte ich über den ersten Teil dieser idealen Beobachterfigur sprechen, nämlich über die Frage, wie das mit den Fehlern eigentlich so ist, die wir machen, wenn wir wahrnehmen. Ist das überhaupt ein vernünftiges Ziel, keine Fehler machen zu wollen? Und das hier ein Zitat. Die Tilde unten bedeutet, das ist ungefähr das, was David Bowman im Film 2001 gesagt hat. Oh mein Gott, es ist voller Fehler. Da merken Sie schon, ich glaube nicht dran, dass es diesen idealen Beobachter, der keine Fehler macht, überhaupt geben kann. Und ich glaube auch gar nicht, dass das ein wünschenswertes Ziel ist. Warum ist das so? Und um zu klären, warum das so ist, brauchen wir ein Kamel. Beziehungsweise erstmal Schlangen. Sie kennen das vielleicht. Das ist einfach nur eine Illustration, glaube ich, dessen, was dieser ideale Beobachter, dieses Bild, das wir da haben, ist ja, der ideale Beobachter macht keine Fehler, aber wir sind fehlbar. Wir sind total fasziniert von visuellen Illusionen. Wenn Sie jetzt dieses Bild anschauen, dann werden Sie da überall Bewegung sehen, die gar nicht da ist. Das wissen wir. Wir wissen, wir sind anfällig für Fehler. Wir sind ja keine idealen Beobachter. Aber ich glaube, dieses ganze Framing, die ganze Darstellung der Wahrnehmung als was, was idealerweise fehlerfrei wäre und nur wir Menschen, wir fehlbaren Kreaturen, wir sind dann anfällig für sowas. Das ist verfehlt. So, jetzt kommt aber das Kamel. Und das Fehlerkamel ist hier einmal, weil es ein sehr süßes Tier ist, ein sehr pelziges Tier. Vor allem brauchen wir aber die beiden Höcker. Und zwar brauchen wir die beiden Höcker, weil die Welt ein Haufen Rauschen ist. Was ich damit meine, ist, dass die Wahrnehmung, die grundlegende Aufgabe in der Wahrnehmung und das ist jetzt historisch, geht diese ganze Betrachtungsweise, die heißt Signal Detection Theory, also Signalerkennungstheorie, die geht zurück auf die Flugabwehr
im Zweiten Weltkrieg. Die grundlegende Frage war, wie kann ich, wenn ich jetzt am Radarschirm sitze und versuche, reinkommende Raketen zu erkennen und die möglichst dann abzuwehren, wie kann ich als jemand, der an diesem Radarschirm sitzt, man hat ja so ein Bild von so einem Radarschirm, da geht diese grüne Linie geht da kreisförmig rum und dann ist ganz viel Rauschen im Bild. Das ist jetzt, was dieser Höcker hier zeigen soll. Die Dunkelheit auf so einem Radarschirm ist nicht dunkel, sondern das wird, da blitzt es mal hell auf und dann wird es wieder dunkler. Das heißt, das bewegt sich so um so einen Mittelwert rum. Und dann kommen aber immer wieder die tatsächlichen Signale. Und wie kann ich jetzt das tatsächliche Signal von diesem Rauschen unterscheiden? Das ist die Frage, die man sich damals, die war damals buchstäblich lebenswichtig. Und das ist jetzt ein extremer Fall, aber ich würde eben, wie eingangs gesagt, argumentieren, die ist immer lebenswichtig, weil die Frage, wie müssen wir handeln, immer in verschiedenen Maßen überlebenswichtig ist. So, jetzt haben wir Rauschen im Hintergrund. Wir haben zusätzlich aber auch noch ein Signal. Ich habe das jetzt mal, jetzt haben wir wirklich ein Kamel, wir haben zwei Höcker. Links haben wir das Rauschen, rechts haben wir das Signal. Beide sind nicht so ganz genau definiert, weil beide so ein bisschen schwanken. Das Signal geht auch mal runter, das geht mal rauf. Die Höcker stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal und das Rauschen zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Wert haben. Das heißt, wenn wir ein Rauschsignal extrahieren, dann finden wir das irgendwo in diesem linken Höcker. Und das tatsächliche Raketensignal fänden wir irgendwo im rechten Höcker. Unten aufgetragen ist zum Beispiel die Helligkeit. Was da genau steht, braucht uns gar nicht zu interessieren. Das Wichtige ist, dass die beiden Höcker getrennt voneinander sind. Und ich habe das oben den Idealfall genannt, weil in diesem Fall können wir hier in der Mitte diese Linie, die ich da eingezeichnet habe, die nennt man in dieser Theorie das Kriterium. Und dieses Kriterium ist so eine Scheidelinie. Alles, was drüber liegt, also rechts davon liegt, nenne ich Signal. Alles, was links davon liegt, nenne ich Rauschen. Und dann habe ich die Klassifikation, die ich hier mache, wann ist es eine Rakete, wann ist es harmlos, habe ich perfekt durchgeführt. Deswegen ist jetzt auch alles grün in diesem Bild. Wenn ich diese Linie da mache, wo ich sie mache, mache ich keine Fehler. Dann ist jedes Mal, wenn ein Signal auftritt, hier rechts, machen wir hier mit der Maus, ich hoffe, die sieht man, das fällt dann irgendwo in diesen Bereich, das ist rechts von der Linie, das ist eine Rakete, links von der Linie ist Rauschen. Das Problem ist aber, das ist das Idealbild und das Idealbild ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht so aus, dass die beiden Höcker sich überlappen und die sieht immer so aus, dass egal, welche Wahrnehmung ich unternehme und streng genommen, ich kann noch einen Schritt zurück machen, hier sehe ich jetzt in der Mitte nichts, aber wir wissen natürlich, das sind Gauss-Kurven, auch die überlappen sich ein ganz kleines bisschen. Also selbst in diesem Idealfall gäbe es eigentlich einen Fehler. Aber wenn die sich jetzt so überlappen, dann gibt es einen großen Fehler. Wir haben auf der linken Seite wieder das Rauschen, auf der rechten Seite wieder das Signal am Radarschirm. Und jetzt gucke ich mir hier nur das Rauschen an. Also ich gucke mir jetzt nur den Fall an, dass gar keine Rakete da ist. Wenn ich das Kriterium, diese Scheidegrenze hier wieder in die Mitte lege zwischen die beiden Kurven, nochmal hier rechts sind die Raketen, die betrachte ich aber nicht, deswegen ist das weiß, hier links ist das Rauschen. Jetzt lege ich mein Kriterium da in die Mitte und dann sehen Sie schon, alles, was hier rechts von diesem Kriterium fällt, ist ein Fehler. Alles, was hier rechts reinfällt, da löse ich Alarm aus, obwohl gar nichts da war. Und natürlich, das sieht man jetzt schon kommen, kann ich das für das Raketensignal genau umgekehrt machen. Und das Komplexe daran und das, was in unserer Intuition für den Fehlerbegriff schon gar nicht vorkommt, ist, wenn ich jetzt nochmal hin und her wechsle, hier ist die falsch erkannten Situationen, in denen es keine Rakete gab, rot markiert. Und hier ist dieselbe Wahrnehmungssituation. Und jetzt habe ich hier von den tatsächlichen Raketen mit demselben Kriterium welche übersehen. Falsch negativ. Ich habe übersehen, dass da eine Rakete kommt. Die ganzen Begriffe kennen Sie natürlich auch gerade aus den Covid-Debatten. Medizinische Tests funktionieren natürlich ganz genauso. Und Sie werden auch sehen, egal wo ich dieses Kriterium hinlege, ich kann das nicht verhindern, dass das passiert. Nochmal, es geht um Raketen. Da ist das auch gar nicht symmetrisch. Nochmal einen Schritt zurück. Das, was ich gerade gesagt habe, unsere falsche Intuition zum Fehler ist, dass wir immer sagen, wir sind ein Wahrnehmungsprozess ist zu 95% zuverlässig, zu 99% zuverlässig, auch bei medizinischen Tests. Das ist schon eine eigentlich
das ist eigentlich falsch, das so darzustellen, weil wir zwei verschiedene Fehler haben. Wir haben falsch negativ, falsch positiv und die sind nicht dieselben. Und die hängen auch zusammen. Und das können wir gleich sehen, wenn wir uns nämlich klar machen, dass hier Raketen auf uns zugeschossen werden und wir auf jeden Fall ja verhindern wollen, dass eine Rakete durchkommt. Es ist nicht so schlimm, wenn wir mal Fehlalarm geben, aber wir wollen auf jeden Fall verhindern, dass irgendwas durchkommt. Das heißt jetzt in diesem Fall hier, nochmal rechts, die Kurve mit den Raketen. Wir wollen, dass dieser rote Bereich da verschwindet. Der ist richtig gefährlich, der ist tödlich. Wie können wir das machen? Ja, ist offensichtlich, wir können das Kriterium verschieben. Wir verschieben das Kriterium so lange nach links, bis da kein Fehler mehr übrig bleibt. Wunderbar. Jetzt erkennen wir alle Raketen, die auf diesen Radarschirmen angezeigt werden und können entsprechend Maßnahmen ergreifen. Das Problem, das ganz grundlegende Problem, das wir aber auch nicht wegkriegen können, ist aber, wenn ich jetzt zurückgucke zum Rauschen, dann habe ich plötzlich mit diesem verschobenen Kriterium eine Unmenge an Fehlalarmen erzeugt. Und das ist die Spannung, in der jeder Wahrnehmungsprozess immer stecken muss. Diese beiden Fehler, das ist so wie so eine Wippe. Wenn ich vom einen mehr machen will, ich will nie Fehler machen, wenn ich vom einen weniger machen will, dann muss ich vom anderen mehr machen. Das geht gar nicht anders. Das ist einfach in die Theorie dieser simplen Signalverarbeitung ist das schon eingebaut. Und aus diesem ganz simplen Grund ist schon der erste Punkt an unserem idealen Beobachter ist vollkommen unrealistisch. Wir können gar keinen Beobachter bauen, der fehlerfrei ist. Das wollen wir auch gar nicht. Hier in diesem Fall praktisch wollen wir verhindern, dass Raketen durchkommen. Dann müssen wir das Kriterium dahin schieben, wo es jetzt steht. Nochmal zurück hier. Dann haben wir hier alle Raketen erkannt. Und wir müssen dann in Kauf nehmen, dass wir ganz viele Fehlalarme auslösen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da führt in keinem Wahrnehmungsprozess ein Weg dran vorbei. Und jetzt, wenn wir mal weggehen von den Raketen und uns überlegen, was wir hier gerade sehen, wir haben jetzt einen Fall, wo wir so vorsichtig sind, dass wir auf jeden Fall alle angsteinflößenden Stimuli erkennen wollen und dadurch ganz viele Fehlalarme. Ja, das kennt die Psychologie, das heißt in der Psychologie eine Phobie. Wir haben unseren Wahrnehmungsapparat jetzt so gedrillt, dass der keine einzige Spinne übersieht, keine einzige Schlange übersieht. Und das führt aber dazu, dass wir ganz oft Spinnen und Schlangen sehen, wo gar keine sind. Und ganz oft in Panik geraten, obwohl das unnötig ist. Das ist ja auch so eine evolutionäre Frage. Was hat das für einen Sinn, dass wir diese große Angst vor Spinnen haben? Und das kommt aus genau diesen Prozessen. Wir versuchen, das zu optimieren. Und optimieren heißt eben nicht den Fehler wegmachen, sondern den etwas weniger schädlichen Fehler machen. Und dann kriegen wir halt Panik. Dann lösen wir halt Fehlalarme aus. Also Fazit vom ersten Teil. Fehler in der Wahrnehmung sind, auf gewisse Weise kann man sagen, Fehler sind keine Fehler. Das ist nicht ein Versagen, das ist nicht ein schlecht gebautes System. Wir sind keine fehlbaren Kreaturen, wir sind nicht imperfekt, sondern Fehler muss man machen in der Wahrnehmung. Das lässt sich nicht vermeiden. Und die sind deswegen auch unbedingt notwendig, damit die Wahrnehmung überhaupt funktionieren kann. Und da ist eine wichtige Erkenntnis drin. Hier steht jetzt ein anderes seltsames Zeichen. Das ist jetzt kein verändertes Zitat, sondern das ist ein Zitat, was oft Voltaire zugeschrieben wird, was der aber gar nicht gesagt hat, sondern Voltaire hat ein italienisches Sprichwort zitiert, in dem das steht. Und das ist ja, wir wissen alle, wie die Wahrnehmung funktioniert. Ich habe Ihnen das jetzt gesagt, aber in einem halben Jahr werden auch die, die das Zitat nicht kennen, sich nur noch an das Zitat vielleicht erinnern und daran, dass das irgendwas mit Voltaire zu tun hat. So ist das nun mal. Also, das hat nicht Voltaire gesagt, er hat es aber zitiert. Das Beste ist der Feind des Guten. Und das ist für mich so eine ganz fundamentale Botschaft, die ich mitnehme aus dieser ganzen, dieser mathematischen Struktur der Wahrnehmung, dass man dieses Idealbild, keine Fehler machen zu wollen, und das ist ja, das begegnet uns ja in Diskussionen über Wissenschaft auch dauernd, dass man sagt, ja, die Wissenschaft weiß ja auch nicht alles. Deswegen habe doch auch ich, hatte meine Meinung hat doch auch ein Gewicht, weil der Wissenschaftler sagt ja selber, dass er gar nicht sicher ist, ob das stimmt. Und das ist ein Irrtum. Man kann gar nicht sicher sein. Und so gut, so sicher wie möglich zu sein, ist nicht ein Kompromiss, sondern das ist, worum es geht.
wir zielen gar nicht drauf, Recht zu haben. Wir zielen drauf, so wenig und so unschädlich wie möglich zu irren. Ja, das wär so das Fazit dieses ersten Teils. Der zweite Teil wird wenig überraschend jetzt um die zweite Eigenschaft dieses idealen Beobachters gehen, dass der objektiv ist. Und das ist ja auch das Thema und der Titel des Vortrags. Hier ein Zitat von Albert Einstein. Das ist ein anderes Zeichen aus der Logik. Dieses Zeichen bedeutet, es ist möglich, dass das von Albert Einstein ist. Das geistert auch durch ganz viele Internetforen, also immer auf so, ne, diese Motivationssprüche auf Bildern. Ich habe aber keine Quelle gefunden. Und ganz viele von diesen Zitaten sind ja den Leuten einfach in den Mund gelegt. Aber das wird schon stimmen, das passt zu Einstein. Und wenn ich sage, das wird stimmen, meine ich damit, das wird Einstein gesagt haben. Es stimmt natürlich nicht. Es ist sehr schwer, Vorurteile loszuwerden. Wir werden jetzt auch gleich darüber reden, warum das so ist. Aber es ist noch schwerer, ein Atom zu spalten. Ich habe, glaube ich, schon das ein oder andere Vorurteil abgelegt, aber Atome habe ich noch keine gespalten. Aber wie dem auch sei, es geht um Vorurteil. Und bevor ich da ein bisschen was zur Mathematik und auch wieder zur Theorie erzähle, möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die hier in diesen Sümpfen spielt. Das ist in Florida. Die Geschichte spielt nach einer Konferenz, auf der ich mit Kollegen in Florida war, mit Doktorandenkollegen damals. Wir waren eine gemischte Gruppe. Wir haben damals in Kanada studiert. Da waren also viele Kanadier dabei. Da waren auch ein paar Deutsche dabei. Da war ein Mexikaner dabei. Und eine der Pointen dieser Geschichte dreht sich um dieses Tier. Also das ist jetzt eine kleine Rätselaufgabe für Sie, während ich die Geschichte erzähle, dass diese drei Bilder ergeben ein Tier, um das es gleich gehen wird. Sie können ja mal ein bisschen mitraten, während ich die Geschichte erzähle, die ist nicht so anspruchsvoll. Wir waren, wie gesagt, in Florida unterwegs, in den Everglades, in diesen Parks, die da haben, mit so engen Wegen durchs Unterholz und durch die Vegetation, wo man so im Gänsemarsch durchmarschieren muss. Und wir gingen da also lang, 40 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Vor allem die Kanadier und die Deutschen waren davon ein bisschen beeinträchtigt. Und plötzlich ruft von hinten der Mexikaner, alle stehen bleiben, gar keinen Schritt weiter, keiner bewegt sich. Und ja, es ist ein bisschen schade, das funktioniert jetzt online nicht so gut. Wären wir jetzt im Planetarium, würde ich Sie fragen, ob jemand das Tier erraten hat. So löse ich es einfach auf. Es war dieses Tier und man sieht schon an den Farben irgendwie, das triggert unsere Instinkte und auch zu Recht. Das ist die Harlekin-Korallenotter. Ich gehe nochmal zurück, für die, die es nicht gelöst haben. Das ist die Harlekin-Korallenotter. Coral Snake, eine hochgiftige Schlange, die in Florida und in Mexiko häufiger vorkommt und in Kanada eben eher nicht. Und das wird gleich so ein bisschen die Pointe des Ganzen sein. Der hatte diese Schlange gesehen und das Interessante daran ist, dass wir alle an dieser Schlange einfach vorbeigegangen sind. Jetzt ist eine mögliche Erklärung natürlich, wir sind Kanadier, wir sind Deutsche, wir haben keine super giftigen Schlangen. Vielleicht haben wir, statt nach unten zu gucken, die wunderbare Vegetation bewundert, die Mangroven bestaunt. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir alle hingeguckt haben, dass wir alle diese Schlange gesehen haben. Dann ist jetzt die Frage, warum hat er die gesehen und wir nicht? Und wenn wir wieder als Ausgangspunkt nehmen unsere küchenpsychologische Vorstellung von Wahrnehmung, dann ist das, glaube ich, so, die Wahrscheinlichkeit, dass was so ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so aussieht. Also wenn wir das Gefühl haben, das sieht aus wie eine Schlange, wir sind uns ziemlich sicher, das sieht aus wie eine Schlange, dann sind wir eigentlich auch der Meinung, dann ist es ziemlich sicher auch eine Schlange. Das ist so unsere Intuition. Je sicherer wir sind, dass wir eine gesehen haben, desto sicherer sind wir, dass da auch eine war. Und das ist aber ein theoretischer, mathematischer Irrtum. Das ist gar nicht so. Und jetzt geht es gleich ganz lang darum, dass wir da fest dran glauben. Und wie kurios das ist, dass wir da fest dran glauben, obwohl es nicht so ist. Aber erstmal geht es darum, wie es denn nun wirklich ist. Und da spielt dieser Mann hier eine sehr große Rolle. Beziehungsweise der Mann, der das vielleicht sein könnte. Das ist die Abbildung, die Sie, wenn Sie Thomas Bayes googeln, wenn Sie den in irgendeinem Psychologie- oder Mathematiklehrbuch nachgucken, finden Sie immer diese Abbildung. Die stammt aus dem Jahr 1926, glaube ich.
Und es ist mittlerweile eigentlich ziemlich klar, dass er das nicht war. Aber das ist das beste Bild, was wir von ihm haben. Das war ein anglikanischer Pastor in Edinburgh, Anfang des 18. Jahrhunderts. Und der hat sich mit Glücksspiel beschäftigt. Biografisch ganz interessant an der Story ist, dass er das selber nie veröffentlicht hat. Als er gestorben ist, hat er seinen Nachlass einem Freund vermacht und der Freund hat das dann nach London getragen zur Royal Society und da das Paper vorgestellt, auf dem heute diese Formel beruht. Und das ist das Herzstück, um das es mir heute geht. Die Formel von Thomas Bayes. Die Formel von Thomas Bayes beschäftigt sich mit sogenannten bedingten Wahrscheinlichkeiten. Und die sind gleichzeitig das, was unsere gesamte Wahrnehmung stützt und wonach die funktioniert. Das ist in den letzten Jahrzehnten in der Psychologie, in der Wahrnehmungsforschung auch ganz massiv angekommen. Das ist, Sie kommen eigentlich kaum noch dran vorbei, wenn Sie eine Studie machen zur Wahrnehmung, das in bayesianischen Kriterien aufzuziehen und zu analysieren. Aber ich glaube, die Konsequenz daraus ist noch nicht durchgesickert in die Öffentlichkeit. Was das eigentlich heißt, dass unsere Wahrnehmung bayesianisch funktioniert. Und da hoffe ich, heute so ein bisschen Anhaltspunkt zu geben zu können. Wir gehen nochmal zurück zu unserer naiven Vorstellung. Die naive Vorstellung ist, je sicherer wir sind, dass das so aussieht, desto sicherer sind wir, dass es auch so ist. Und jetzt hat Bayes die Erkenntnis gehabt, dass das eigentlich gar nicht die Frage ist, um die es geht. Sondern die Frage, um die es geht, ist, und hier, wenn ich kurz die Notation erkläre, ist das, glaube ich, hilfreich. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist. Und dieser senkrechte Strich, den kann man lesen als wenn. Am einfachsten. Also es ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas so ist, wenn es so scheint. Und das ist dieser zentrale Gedanke der bayesianischen Wahrnehmung. Die Frage ist nicht, wie sicher bin ich mir, dass das so aussieht, sondern die Frage ist, gegeben, dass ich mir sicher bin, dass es so aussieht, wie wahrscheinlich ist es denn dann, dass es so ist? Und eben vorher hatten wir die naive Annahme, dass das einfach so ungefähr dasselbe ist. Und es stellt sich raus, aufgrund der Überlegungen von Bayes, dass das gar nicht dasselbe ist. Ich habe hier das nochmal abgekürzt, ne? Nochmal zurück hier. Ist so, wenn es so scheint. Also ist so, wenn wir gerade die Wahrnehmung gemacht haben. Aber abgekürzt, damit ich mehr Platz habe. Ist so, wenn es so scheint. Und das ist Bayes Antwort. Und das hat er nach jahrelangem Grübeln ausgespuckt. Bevor wir uns jetzt, das ist ein bisschen abschreckend, ich weiß, vor allem, wenn man so irgendwie kein Gefühl für Mathematik hat, wenn man sich nicht so viel mit Formeln beschäftigt. Ich erkläre das gleich so, glaube ich, dass man ganz gut versteht, was da vorgeht. Aber das ist auf jeden Fall die Formel. Die ist ästhetisch, wenn man so einen Sinn dafür hat, ist die schön, weil die symmetrisch ist. Das sieht man jetzt in der Form nicht so richtig, aber wenn man das I hier nach drüben nimmt, dann hat man hier I, wenn S, geteilt durch PI. Und hier hat man PS, wenn I, geteilt durch PS. Also das ist auf beiden Seiten irgendwie so dasselbe. Aber was bedeutet das genau? Um zu klären, was das bedeutet, strukturieren wir es einfach mal ein bisschen um. Ich habe hier gar nichts gemacht. Ne? Das ist noch gar keine Zauberei. Ich habe einfach nur das PI aus dem Bruch rausgenommen, sodass ich jetzt zwei getrennte Terme da auf der rechten Seite habe. Und jetzt gucke ich mir der Reihe nach an, was das eigentlich ist. PS ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrnehmung stattgefunden hat. Unabhängig von allen anderen Fragen. Das ist simpel genug. Die haben wir im Nenner hier in dem Bruch. Im Zähler von diesem Bruch haben wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahrnehmung stattgefunden hat, wenn es auch so ist, wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall, sind das weniger Fälle. Ne? Also die Fälle, in denen wir was gesehen haben, oder wir können, lassen wir das mal mit den Wahrscheinlichkeiten, das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend, sagen wir einfach, das ist die Anzahl der Fälle. Wir gucken hin, es gibt eine bestimmte Anzahl von Fällen, in denen sehen wir was, und eine Untermenge davon, in der Untermenge davon ist es auch so, wie wir das sehen. Das sind die beiden Dinge, die hier stehen. Unten im Nenner, wie oft sehen wir es? Oben im Zähler, wie oft ist es auch so, wenn wir es gerade gesehen haben? Andersrum, wie oft sehen wir es, wenn es so ist? Das heißt, das ist einfach eine Zahl, die ist kleiner 1 und das ist der Anteil, der prozentuale Anteil der Fälle, in denen es so ist, wie es aussieht. Kurz gesagt, intuitiv gesagt. Auf eine gewisse Weise ist das eine etwas mathematischere Fassung von unserer naiven Vorstellung vorhin. Das ist so ein bisschen die Sicherheit dafür, dass wenn wir was gesehen haben, dass es dann auch so ist.
Aber wir haben ja jetzt noch einen zweiten Term. Ich habe da jetzt Vorurteil schon dran geschrieben. Die Pointe ist schon vorweggenommen. Der zweite Term ist derselbe wie der links steht. Was uns links interessiert, ist nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas der Fall ist, wenn ich gerade das gesehen habe. Und rechts ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass das der Fall ist. Und die irre Erkenntnis, die da drin steckt, ist, um die Frage, die links steht, ist die Frage nach der Wahrnehmung. Denn das ist ja, was Wahrnehmung ist. Es ist, ich habe einen Anschein, ich habe ein Sinnesdatum, das reingekommen ist, und daraus leite ich jetzt eine Aussage über die Welt ab. Das ist genau dieses PI, wenn es. Und die Grundlage dafür auf der rechten Seite ist, was ich schon weiß über die Welt. Die Grundlage der Wahrnehmung ist in dieser bayesianischen Sicht nicht zu trennen von dem, was ich vorher schon gedacht habe. Und das, also deswegen nenne ich das Vorurteil. Das heißt, formal in der bayesianischen Theorie heißt das Ding Prior, das ist die Prior Probability Distribution. Das ist meine Theorie der Welt. Und was bayesianische Wahrnehmungstheorie, was diese Statistik sagt, ist, ich kann keine Wahrnehmung machen, ohne eine Theorie der Welt reinzustecken. Unsere naive Sicht, dass Wahrnehmung Sinnesdaten nimmt und daraus ein Weltbild baut, eine Realität baut, die ist falsch. Die Wahrnehmung nimmt Sinnesdaten und ein Weltbild und verändert dann das Weltbild. Also hier, das ist zusammengefasst auf den Folien, die naive oder die nicht mehr ganz so naive, aber auch intuitive Theorie ist, mit der Wahrnehmung nehmen wir Informationen auf und dann erfahren wir was darüber, wie die Welt ist. Und das stimmt so nicht. Also ich lasse das mal so ein bisschen stehen, damit das sacken kann, weil ich glaube wirklich, dass unsere Intuition ist, das ist unsere Intuition, was Wahrnehmung tut. Wir gucken hin und dann wissen wir, was da ist. Und was sie aber mathematisch, strukturell, psychologisch, neurologisch, sie können das fassen, wie sie wollen. Sie entkommen dem nicht. Was die Wahrnehmung wirklich tut, ist, sie verändert die Annahmen, die wir schon mitgebracht haben. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Weil das ja bedeutet, dass zwei Leute, die andere Annahmen haben, dasselbe sehen können, dieselben Sinnesdaten haben können. Zum Beispiel sehen eine Schlange im Dschungel in Florida. Und weil aber die Annahme über die Welt eine andere ist, weil die Annahme der Kanadier ist, im Wald gibt es keine Harlekin-Korallenottern, im Wald liegt vielleicht mal ein Stück Plastikschlauch rum, auf dem rote Farbe ist, ist die Wahrnehmung eine andere. Der Mexikaner sieht die Schlange, der Kanadier sieht die Schlange nicht, buchstäblich. Es ist nicht so, dass die beide dasselbe sehen und der eine denkt, der kann ja nicht sein. Da ist kein Denken involviert. Der Wahrnehmungsprozess selber enthält das Vorurteil und am Ende hat der Kanadier, hat der Deutsche die Schlange buchstäblich gar nicht erst gesehen. Und hier noch die Verkürzung, Wahrnehmung verändert unsere Annahmen über den Zustand der Welt. Ich habe das gerade Vorurteil genannt, das ist genau, was Wahrnehmung tut. Wahrnehmung verändert unser Vorurteil. Das ist eine subtile Verschiebung gegenüber Wahrnehmung, gibt uns Informationen über die Welt. Das ist auf einer gewissen Ebene auch dasselbe. Aber dieser Unterschied macht in unseren Bewertungen an, das ist wie Tag und Nacht, was das dann bedeutet für die Deutung und was das vor allem für Meinungsverschiedenheiten bedeutet. Da ist es, glaube ich, und da ist es auch gar nicht angekommen. Deswegen haben wir diese Streitfälle, wo wir sagen, ja, beliebiges Beispiel, Covidioten ist dieser Schimpfausdruck für Leute, die offensichtlich ja die Realität nicht sehen wollen. Und das ist die falsche Sicht darauf, glaube ich. Die kommen mit anderen Vorurteilen und nehmen deswegen andere Dinge wahr. Okay. Jetzt haben wir den idealen Beobachter ein bisschen korrigiert. Ich habe hier mal den, vielleicht ist es Thomas Bayes, vielleicht ist es jemand anders drüber geklebt. Der ist nicht fehlerfrei, der macht so viel Fehler, wie eben nötig und also wie zwingend aufgrund der mathematischen Theorie erforderlich sind. Und das ist nochmal, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug betonen. Das heißt nicht, dass der was falsch macht. Der kann zusätzlich auch noch was falsch machen, dann macht er mehr Fehler, als nötig wären. Aber er kann es gar nicht komplett richtig machen. Das haben wir vorhin gesehen mit den Höckern. Er muss Fehler machen. Der ideale Beobachter hat die richtigen Vorurteile. Beziehungsweise, ich soll es eigentlich anders betonen, der
ideale Beobachter hat die richtigen Vorurteile. Der kann nicht objektiv sein, denn das gibt es nicht. Wahrnehmung in dieser bayesianischen Sicht, die, glaube ich, unbestritten die richtige ist, kann gar nicht objektiv sein, weil diese Formel immer das Vorurteil enthält. Es kommt darauf an, dass dieses Vorurteil stimmt. Dann ist es der ideale Beobachter. Und wie gesagt, der Begriff kommt aus der bayesianischen Wahrnehmungstheorie. Der ideale Beobachter ist einer, der so viele Fehler macht wie minimal möglich und der die richtigen Vorurteile schon mitbringt von vornherein. Und es ist dann natürlich klar, den kann es eigentlich in der Form nicht geben, weil wenn ich die richtigen Vorurteile habe, dann weiß ich schon so viel über die Welt, dass man dann fast fragen könnte, wozu überhaupt noch wahrnehmen? Du hast ja das perfekte Vorurteil, das haben wir natürlich nie. Gut, dann haben wir noch den dritten Punkt unseres idealen Beobachters von vorhin, der entscheidet bewusst und selbstreflektiert. Und da wird es gleich noch viel merkwürdiger. Aber vorher das Fazit zur Vorurteilsfrage. Wir haben das Idealbild, dass Wahrnehmung vorurteilsfrei sein sollte. Und vielleicht ist an der Stelle ganz gut zu sagen, wenn ich hier Wahrnehmung sage, das geht von der untersten Ebene, von visueller Wahrnehmung, Farbflecke, was ich am Anfang gezeigt habe, diese Schlangen, die Bewegung, die man da sieht. Und für mein Gefühl geht das rauf bis auf die höchste kognitive Stufe. Denn auch da, wenn ich beurteile, ist eine Aussage wahr oder falsch, gehen meine Vorurteile, müssen eingehen. Ich kann immer nur mich zurückziehen auf bayesianische bedingte Wahrscheinlichkeiten. Anders kann ich die Frage gar nicht beantworten, ob irgendwas stimmt oder nicht stimmt. Also ohne Vorurteile ist ein Urteil nicht möglich, könnte man dann auch sagen. Und dann wird es aber extrem wichtig, eben nicht Vorurteile zu vermeiden und so zu tun, als wäre man objektiv. Das ist auch aus ganz anderen Gründen noch, glaube ich, der völlig falsche Weg, diesen Eindruck zu erwecken, dass man objektiv ist. Sondern dann kommt es darauf an, dass diese Vorurteile transparent sind und dass sie richtig sind vor allem. Dass man nicht das Bild verzerrt, indem man falsche Vorurteile da reinbringt. Hier nochmal ein mögliches Zitat von Albert Einstein, das den Zusammenhang so mit dem, was man so gesunder Menschenverstand nennt, ganz gut auf den Punkt bringt. Diese Vorurteile, die, wie gesagt, ziehen sich durch die ganze Hierarchieebene der Wahrnehmung. Das ist eben alles. Ja, ich wiederhole mich. Wir kommen zum dritten Teil. Und das ist der mit dem Bewusstsein und mit der Reflexion. Und da wird es jetzt, das erzähle ich Ihnen wahrscheinlich dann gleich nichts Neues, aber ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass unser Gefühl, dass wir die Kontrolle darüber haben, was wir da entscheiden, dass wir auch wissen, was wir für Vorurteile haben. Es ist ja so, wenn Sie Leute fragen, hast du Vorurteile? Sagen die meisten, nein, ich bin ein sehr komplexes Wesen, ich wäge ab, ich gucke mir alles genau an, bevor ich urteile. Wenn Sie dieselben Personen fragen, haben die anderen Vorurteile, dann ist natürlich klar, die anderen denken auch gar nicht genug nach, die sind viel zu schnell dabei. Das ist so ein bekanntes Phänomen aus der Psychologie. Es denken ja auch alle, sie wären besser als durchschnittliche Fahrer. Oder nicht alle, 70%, glaube ich, ist so eine typische Statistik. 70% der Leute denken, sie wären besser als der Durchschnitt. Und so denken auch die meisten von sich selber, dass sie keine Vorurteile haben. Die anderen haben die Vorurteile. Auch wieder einer der Gründe, warum das so viel Konfliktpotenzial hat. Dieses Zitat hier ist so ein bisschen lateral rübergezogen. Mihaly Csikszentmihalyi ist, weiß nicht, ob sie in der Name am Begriff ist. Der Name ist so, dass man das ein bisschen schwer ist, dass der einem ein Begriff ist. Der hat den Begriff des Flow erfunden, daher kommt dieses Zitat, aber das passt hier auch sehr gut. Eigentlich, was ich anfangs gesagt habe, ne, die Wahrnehmung ist das Werkzeug, das wir haben, um unser Leben besser zu machen und das Leben der Leute um uns rum. Und darüber bewusste Kontrolle zu haben, das wäre eigentlich der Idealfall. Und das Zitat sagt jetzt nicht, wir haben diese Kontrolle, sondern es sagt, je mehr wir davon haben, desto besser die Lebensqualität. Wir gucken jetzt mal genauer hin. Dafür brauchen wir diesen wohlfrisierten und gut angezogenen Herrn links. Der heißt Monty Hall. Das ist ein Game-Show-Moderator.
und wir brauchen diese Türen rechts. Wir brauchen nicht alle von diesen Türen, es reichen drei davon. Das Ganze geht zurück auf eine Game Show, die Let's Make a Deal heißt und die sehr lange im amerikanischen Fernsehen lief, und auf das Ziegenproblem. Und wir sehen gleich, wie das alles mit unserem Eingangsthema und dem Thema Wahrnehmung zusammenhängt. Das Ziegenproblem heißt so, weil in dieser Game Show das Prinzip ist, es gibt drei Türen. Hinter einer von den Türen ist ein Hauptpreis, in der Regel ein schnelles Auto, weil viele Leute das für einen Hauptpreis halten. Hinter den anderen beiden Türen ist eine Ziege. Ich persönlich finde die Ziege interessanter, aber die Mehrheit möchte das Auto haben. Dann fragt der Moderator die Teilnehmer, hinter welcher Tür glaubst du, ist das Auto? Welche Tür willst du aufmachen? Sagen wir mal, wir wählen dann die erste. Und jetzt kommt der Kniff. Der Moderator sagt jetzt an dieser Stelle, okay, du hast dich für die erste Tür entschieden. Ich sag dir jetzt, hinter der dritten Tür ist eine Ziege. So. Und jetzt bietet uns der Moderator an, wenn du möchtest, kannst du nochmal wechseln. Du kannst jetzt auf die zweite Tür wechseln. Und die Frage des Ziegenproblems ist, sollen wir das machen? Oder ist es egal? Ich lasse Ihnen da einen Moment Zeit, wenn Sie das noch nicht kennen, das dann mal drüber so in sich reinhören. Also entweder kann man das mathematisch durchdenken, das geht jetzt auf die Schnelle, glaube ich, nicht, vor allem, wenn man es noch nicht kennt. Aber man kann so die Intuitionen so ein bisschen abklopfen und versuchen zu verstehen, wie das aufgebaut ist. Wir haben am Anfang zufällig eine Tür ausgewählt und dann macht der Moderator eine andere Tür auf. Er weiß natürlich, das muss ich noch dazu sagen, er weiß, wo der Preis ist. Das heißt, was nicht passieren kann, ist, dass der Moderator eine Tür aufmacht und da ist dann das Auto dahinter. Das ist ausgeschlossen, das ist immer eine Ziege, weil er weiß, welche Tür er aufmachen kann. Ja, bevor ich das auflöse, welche Tür und ob man wechseln soll, das große Mysterium des Ziegenproblems, möchte ich noch diese Frau einführen, Marilyn Vos-Savant, ein sehr theatralischer Name. Die galt mal kurz, während das Guinness-Buch der Rekorde die Rubrik überhaupt noch hatte, als die intelligenteste Frau der Welt. Das ist, glaube ich, eine Qualifikation, die sie mit 10 schon erlangt hat. Da war sie irgendwie auf dem kognitiven Level einer 22-Jährigen und macht seit Jahrzehnten eine Kolumne in einer amerikanischen Zeitschrift, Ask Marilyn, und da kann man mit komplizierten wissenschaftlichen Sachfragen, Lebensfragen an sie rantreten und dann beantwortet sie die. Und da gab es eben 1990 einen Leser, der genau diese Ziegenproblemfrage gestellt hat. Und dann hat Marilyn Vos-Savant das beantwortet, so wie wir das auch gleich hier machen werden. Und zwar, jetzt löse ich mal auf, das Wechseln auf die zweite Tür verdoppelt die Gewinnchance. Ich gehe nochmal zurück. Ich habe eine Tür ausgesucht. Der Moderator macht eine unbeteiligte dritte Tür auf. Und jetzt ist es so, dass die erste Tür nur die Hälfte der Gewinnchance hat, von der, die nicht aufgemacht worden ist. Vielleicht können wir zwischendrin die Frage von Klaus Eichler im Chat beantworten. Er fragt nämlich, macht der Moderator immer eine Tür auf oder ist das abhängig von der ursprünglichen Wahl des Kandidaten? Und die Antwort ist, er macht immer eine Tür auf. Er hat ja immer zwei Türen zur Verfügung, die er aufmachen kann. Eine davon, mindestens eine davon, hat eine Ziege dahinter und er macht immer eine Tür auf. Das wollte ich gleich beantworten, weil sonst später macht es keinen Sinn mehr. Genau, wunderbar, vielen Dank. Ja, das, ich hab auch gerade kurz überlegt, ob ich das erwähnen soll. Das ist, wie Sie gerade gesagt haben, das ist in der ganzen Anlage, der Moderator kann immer eine Tür aufmachen und er macht auch immer eine auf. Er kann deswegen eben immer eine aufmachen, weil selbst wenn jetzt, ne, ist klar, es gibt immer eine, von zwei Türen muss immer eine Ziege sein, weil es gibt ja nur einen Gewinn. So. Okay, wenn es Ihnen geht wie mir, ich habe mich schon lange mit diesem Ding beschäftigt, ich kenne das auch schon sehr lange, ich kenne das seit Mitte der 90er Jahre, ich verstehe auch die bayesianische mathematische Formulierung davon, die gucken wir uns gleich so ein bisschen an, aber ich verstehe das alles und trotzdem kommt mir das immer noch absurd vor. Mein intuitives Gefühl ist, da sind zwei Türen,
Ich habe nichts über die zweite Tür erfahren. Ich habe auch nichts über die erste Tür erfahren, was ich nicht vorher schon wusste. Das muss egal sein, ob man wechselt oder nicht. Und da geht es mir eben nicht alleine so und vielleicht auch Ihnen, sondern das war ein Riesenphänomen Anfang der 90er, als Marilyn Vosservant das in ihrer Kolumne geschrieben hat, wurde sie überschüttet. Ich glaube, die Größenordnung ist 10.000 Leserbriefe hat sie bekommen. Und in diesen Leserbriefen stehen solche Dinge drin. You blew it and you blew it big. Shame. Ne? Also nicht einfach nur, ich bin anderer Ansicht, sondern wir kennen das jetzt. Also ich hab das Thema schon in den Raum gestellt. Hier bricht Streit aus. Und was diese ganzen Zitate, die ich hier zusammengesammelt habe, ein bisschen vereint, ist, dass die alle von PhDs kommen. Das sind alles Akademiker. Und zum guten Teil auch Akademiker, die mathematisch unterwegs sind. Also entweder in den Naturwissenschaften oder wirklich Mathematiker. Und die sagen dann so Sachen wie, darf ich vorschlagen, dass sie sich mal ein Lehrbuch besorgen? Hier herablassend, besserwisserisch, im Tonfall völlig inadäquat, you made a mistake. Wenn diese ganzen Leserbriefschreiber, also ich sollte dazu sagen, das ging in mehreren Etappen. Sie hat auf die erste Kolumne mehrere tausend Leserbriefe bekommen, dann hat sie geantwortet und gesagt, nee, ich bleibe dabei und ich habe auch recht. Dann gab es eine neue Fuhre Leserbriefe, wo dann sowas gesagt wurde, eben wenn all diese studierten Leute hier Unrecht haben, da wäre ja echt ein Problem für unser Land. Und interessante Beobachtung, aber das hilft der Sache nicht, weil die haben alle Unrecht. Nachweislich haben sie Unrecht. Und dann hier natürlich sowas auch immer dabei, gern genommen, maybe women look at math problems differently. Mein persönliches Lieblingsbeispiel aus diesem ganzen Bereich ist hier Paul Erdős, der ist sehr bekannt, das ist einer der produktivsten Mathematiker der ganzen Mathematikgeschichte. Den kennen Sie vielleicht, es gibt ja in der Film dieses Six Degree of Kevin Bacon, wie weit man entfernt ist davon, mit Kevin Bacon in einem Film zusammengearbeitet zu haben. Das geht zurück auf die sogenannte Erdős-Zahl aus der Mathematik, weil der Mann tausende von Papern geschrieben hat mit haufenweise Leuten. Die Erdős-Zahl ist, wie viele Kollaborationen man von Erdős entfernt ist. Der Mann ist eine Legende, der ist mathematisch extrem gebildet und als man ihm dieses Problem geschildert hat, Anfang der 90er, hat er es nicht verstanden und wollte es auch, also konnte es nicht einsehen. Das ist, also es gibt auch psychologische Studien, dass je gebildeter man ist im mathematischen Bereich, desto schwerer fällt es einem, das zu glauben, dass es so ist, wie es nun mal ist. Okay, ich versuche mal zwei Begründungen abzugeben. Das Ganze ist ein bisschen gefährlich, weil ich sage gleich dazu, es gibt mathematische Konferenzen, die entgleist sind über diese Streitfrage, weil die anwesenden Leute sich so derart nicht einigen konnten, dass keine weitere Diskussion mehr möglich war, sondern nur noch aufeinander eingeteufelt haben. Aber ich versuche mal zwei mögliche Motivationen. Der Proband hat sich ursprünglich für eine der drei Türen entschieden. Zufällig. Hinter einer der drei ist der Preis. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der richtig liegt, ist 1 von 3. Das heißt, in einem Fall, wenn ich das dreimal mache, hat er in einem Fall im Schnitt getroffen, den Gewinn. In zwei Fällen hat er ihn nicht getroffen. Jetzt macht der Moderator da irgendwie was. In den zwei Fällen, in denen er nicht getroffen hat, ist es natürlich sinnvoll zu wechseln. In dem einen Fall, in dem wir den Preis getroffen haben, ist es nicht sinnvoll. In den zwei anderen Fällen muss man wechseln. Völlig unabhängig davon, was der Moderator gemacht hat, in 2 von 3 Fällen lagen wir falsch. Und es gibt ja nur eine andere Tür. Das heißt, es gibt auch nur einen Vorteil, den das haben kann, wenn wir wechseln, nämlich wir treffen dann den Preis. So kommt 2:1 zustande. Eine andere, also es ist eigentlich mathematisch dasselbe Argument, aber es ist ein bisschen anders gefasst. Vielleicht hilft das, wenn Sie damit noch jetzt Schwierigkeiten haben sollten. Mit der ursprünglichen Tür ist nichts passiert. Die Gewinnwahrscheinlichkeit war 1/3. Insgesamt ist die Gewinnwahrscheinlichkeit 1. Irgendwo ist der Gewinn. Und es gibt nur noch eine andere Tür, also muss die andere Tür 2/3 Gewinnwahrscheinlichkeit haben. Warum auch immer. Das ist, worum sich die ganzen Mathematiker streiten. Wie kann das sein, dass
der Moderator eine dritte Tür öffnet und dadurch verändert sich die Wahrscheinlichkeit der zweiten Tür. Das will uns nicht in den Kopf. Aber es ist trotzdem so. Okay. Wie gesagt, wenn Sie Ihnen das jetzt immer noch gegen die Intuition geht, sind Sie nicht allein. Und das an sich ist auch das Interessante daran. Ich kann da sogar noch einen draufsetzen. Und das kennen Sie vielleicht. Das ist die Statue von Kain. Die steht in Paris. Der leidet nicht nur unter dieser Taube auf seinem Kopf, der leidet jetzt in dem Fall unter Tauben im Allgemeinen, weil hier diese Studie, die ich da zitiere, die hat dieses Monty Hall-Problem oder dieses Ziegenproblem Tauben vorgelegt, indem man denen einfach drei Fächer gegeben hat und die konnten drauf picken, welches sie aufgemacht haben wollten. Und dann hat man ihnen eine Tür weggenommen und gesagt, jetzt kannst du nochmal wechseln, liebe Taube, kannst auch die andere Tür picken. Und nur hinter einer war der Preis. Also man hat einfach genau dieselbe Aufgabe gestellt. Und das hat man dann auch Menschen genau dasselbe Arrangement gegeben, also drei Töpfchen. Und wenn Sie hier gucken, First Day bei Pigeons, das heißt, wenn man den Tauben diese Aufgabe neu gibt, dann sind die so ein bisschen konservativ, die liegt unter 40%, liegt die Wechselwahrscheinlichkeit, ist was hier dargestellt ist. Das heißt, in weniger als der Hälfte der Fälle wechselt so eine Taube nochmal, nachdem sie sich schon für einfach entschieden hat. Da ist dir egal, was da zwischendurch passiert. Mit Lichter gehen an und aus und dann wird eine Tür weggenommen. Ist dir alles egal, die bleibt. Nach ein paar Wochen Training wechseln sie fast immer. Die Tauben. Die Menschen sind nicht in der Lage, das zu lernen. Kann man trainieren, solange man will. Das geht uns nicht in die Intuition. In den Kopf geht es uns vielleicht noch, wenn wir das Problem bedenken, aber in die Intuition kriegen wir das nicht rein. Und sehr interessant daran, ich sollte vielleicht dazu sagen, das ist ein bisschen frustrierend, das ist die Wissenschaft, dafür gibt es noch keine Antwort. Die Studie ist von 2012, niemand weiß, warum das so ist. Niemand weiß, warum Menschen so wahnsinnig schlecht darin sind. Was Sie ja merken müssen, ist, wenn Sie diese Aufgabe wochenlang machen, dass Sie beim Wechseln eine höhere Gewinnchance haben. Und die schlichte Logik ist, wenn das Wechseln eine höhere Gewinnchance hat, dann müssen sie immer wechseln. Das ist die richtige Lösung. Stattdessen wechseln Menschen zwei Drittel der Fälle. Also irgendwie scheint das verknüpft zu sein mit der Wahrscheinlichkeit des Gewinns. Man weiß es nicht. Die Tatsache bleibt, Tauben können das, wir können es nicht. Unsere Intuition versagt. Das Ganze, bevor ich das abschließe, das ist vielleicht ein bisschen schwer zu sehen, aber die Frage, die da gestellt wird, ist, was ist die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn hinter der ersten Tür, wenn gerade die dritte Tür aufgemacht wurde? Das heißt, die Frage, die da gestellt wird, ist genau eine Frage der bedingten Wahrscheinlichkeit. Und genau diese Frage, die allen Wahrnehmungen eigentlich unterliegt, in der sind wir ganz, ganz schlecht. Und das ist im Prinzip ein psychologisches, wissenschaftliches Rätsel. Das müssten wir eigentlich sehr gut verstehen und das verstehen wir aber tatsächlich gar nicht. Wir haben kein Gefühl dafür, dass wir getrieben sind von Vorurteilen und das könnte damit zusammenhängen, dass wir kein Gefühl für bedingte Wahrscheinlichkeiten haben. Diese Mathematik, dagegen sperren wir uns. Und dann kommt natürlich noch ein noch beunruhigender Teil dazu, wenn wir über Bewusstsein und die Kontrolle unseres Verhaltens sprechen. Sie kennen wahrscheinlich alle das Schopenhauer-Zitat, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Hier eine ganz dramatische Illustration dieses Dings, wie sehr wir getrennt sind von dem, was in uns eigentlich stattfindet. Das ist Michael Gazzaniga, ist ein Neurologe, Neurowissenschaftler in Kalifornien lange gewesen. Der hat viel mit Epilepsiekranken gearbeitet und hat dafür gibt es eine, also bei ganz schlimmen Epilepsieerkrankungen gibt es eine chirurgische Methode, wo man den Balken durchtrennt. Das ist zwischen den beiden Hirnhälften hier, ne, Sie kennen das, linke, rechte Hemisphäre. Und da gibt es eine Verbindungslinie, die den Neokortex verbindet. Drunter ist ja noch der Hirnstamm. Der Hirnstamm ist symmetrisch, der bringt dann alles wieder zusammen. Aber in den höheren Hirnarealen kann man die linke und die rechte Hemisphäre voneinander trennen. Und dann passieren extrem beunruhigende und merkwürdige Dinge.
Wenn wir uns jetzt das Bild links angucken, hier sitzt ein Proband vor einem Bild und der fixiert den grünen Punkt in der Mitte. Und jetzt muss ich an der Stelle sagen, für die, die das nicht wissen, unser Gehirn, diese linke, rechte Hälfte-Geschichte, das ist ja viel populär, wird ja viel von analytisch und künstlerisch, das ist alles so ein bisschen Humbug. Aber was stimmt ist, dass da ganz viele Dinge sind lateralisiert, sagt man. Also die finden entweder nur links oder nur rechts statt. Zum Beispiel Sprache findet nur links statt, in der linken Gehirnhälfte. Und was aus auch ein bisschen ungeklärten Gründen auch lateralisiert ist, ist das Sehen und die Kontrolle über die Extremitäten, die Gliedmaßen. Und das ist auch aus auch ungeklärten Gründen, wahrscheinlich hat das evolutionsgeschichtlich irgendeine Bewandtnis, ist das gekreuzt. Die linke Hirnhälfte sieht alles, was rechts von diesem grünen Punkt ist und steuert die rechte Hand. Die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Hand. Das ist alles ein bisschen verwirrend, deswegen habe ich das mal, um es zu vereinfachen, mal jeweils die andere Hälfte rausgenommen. Wir haben also die rechte Gehirnhälfte, die sieht diese Winterszene. Und jetzt ist die Aufgabe an die Probanden, wähle aus diesen vier Karten eine aus, die zu dem Bild passt, was du siehst. Und ne, da ist eine Spitzhacke, ein Rechen, der wählt natürlich die Schneeschaufel. Andere Hirnhälfte sieht das Hühnerbein, hat einen Toaster, einen Apfel, einen Hammer und einen Hahn, nimmt natürlich, oder das Huhn, und nimmt natürlich das Huhn. Das war in der Forschung von Gazzaniga und seinen Mitarbeitern, Joseph Ledoux war da auch sehr federführend, das war schon die erste große Bewusstseinserweiternde, wenn Sie so wollen, Erkenntnis, dass wenn Sie diese beiden Gehirnhälften trennen, dann haben Sie es im Prinzip hinterher mit zwei Personen zu tun. Die können Anweisungen verstehen und die bearbeiten die unabhängig voneinander. Die sind dann sogar so in Selbstbild gegangen und in Zukunftsvorstellungen und so. Das sind wirklich zwei getrennte Personen in vielerlei Hinsicht. Aber jetzt kommt ein Schritt weiter. Denn jetzt ist den beiden aufgefallen, was ich gerade gesagt habe. Die linke Hirnhälfte ist die, die Sprache verarbeiten kann. Vor allem ist die, die sprechen kann. Wenn der Proband spricht, spricht die linke Gehirnhälfte. Das heißt, die wir jetzt hier sehen. Und wenn ich diesen Probanden jetzt frage, warum hast du das Huhn ausgewählt, dann sagt er natürlich, ja, Hühnerbein passt zu Huhn, kein Problem. Wenn ich diesen Probanden aber jetzt frage, warum hast du die Schaufel ausgewählt, dann müsste der Proband eigentlich, wenn er Einblick in sein Innenleben hat, wenn er ein Gefühl dafür hat, was ihn motiviert, was seine Entscheidungen beeinflusst, müsste er sagen, weiß ich nicht, diese Information habe ich nicht. Ist ein bisschen rätselhaft. Meine Hand ist da hingegangen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wieso. Und das machen die Probanden aber nicht. Die Probanden antworten völlig ungebremst und auch völlig ohne jeden Zweifel, ja, ich habe die Schaufel ausgewählt, wenn man damit den Hühnerstall ausmistet. Und das ist für mein Gefühl komplett explosiv. Denn nochmal, erstens ist das die falsche Antwort, aber das ist gar nicht so sehr der wichtige Punkt. Es ist eine Antwort, die durch nichts an Fakten gestützt ist. Das hat sich das linke Gehirn einfach ausgedacht. Und zwar aufgrund dessen, was es schon weiß. Es hat das Vorwissen genommen, ja, hier hat es irgendwas mit Hühnern zu tun, und dann gedacht, Schaufel, wie passt Schaufel zu Huhn? Ja, wird schon mit dem Hühnerstall ausmisten zu tun haben. Und das ist sehr wahrscheinlich. Also man muss natürlich vorsichtig sein. Das sind Patienten, erstens epilepsiekrank, zweitens haben die eine sehr radikale Operation hinter sich, in der die Gehirnhälften getrennt sind. Die sind jetzt kein Modell für den Durchschnittsmenschen. Aber gleichzeitig ist es sehr plausibel zu sagen, dass wahrscheinlich das bei uns auch so abläuft. Dass unsere Handlungen von unserem Gehirn nachträglich erklärt werden mit den Vorurteilen, die es parat hat, die da gerade mal so drauf passen. Und dass wir das aber überhaupt nicht merken. Achso, ja, hier habe ich noch. Hier noch als kleinen Hilfsansatz. Wie gesagt, das Ganze ist ein etwas offenes Feld, warum das eigentlich so ist. Da kann ich Ihnen keine komplette Antwort darauf anbieten. Für mich verbindet sich das ein bisschen mit dem schnelles Denken, langsames Denken. Das ist ja die Dichotomie, die Daniel Kahnemann aufgemacht hat in seiner Forschungsarbeit, dass wir einerseits in Akutsituationen ein schnelles System brauchen, was uns schnell Urteile erlaubt, die nicht besonders gut fundiert sind, die nicht durchdacht sind. Und dann das langsame Modul,
das ist, was dann hinterher fragt, war das denn sinnvoll? Muss ich da vielleicht was dran schrauben? Muss ich mir das nochmal neu überlegen? Und das können wir in diesem Vorurteils, in diesem Bayesianischen Modell, sind das die beiden Modi. Einmal nehme ich meine Vorurteile und mache damit ganz schnell mit Bayesianischer Inferenz fällig meine Urteile. Und dann kann ich aber im langsamen Modus fragen, ist denn das Ergebnis eigentlich das, was ich haben wollte? Oder ist da vielleicht was schiefgelaufen? Habe ich meine Ziele gar nicht erreicht? Und dann muss ich rangehen und meine Entscheidung hinterfragen und mich fragen, hätte ich mich auch anders entscheiden können? Warum habe ich mich so entschieden? Kann ich vielleicht was an den Wahrnehmungen drehen, die der Entscheidung zugrunde gelegen haben? Und ich glaube, das ist die Quelle für unser Gefühl, dass wir Optionen haben. Das ist jetzt wieder ein eigenes Thema. Gibt es den freien Willen? Ich glaube, so diese Studien von Gazzaniga, mehr noch als, es gibt noch ein paar andere empirische Befunde, die sehr gegen freien Willen sprechen, aber Gazzaniga ist da ganz stark für mein Gefühl. Wie gesagt, es ist ein eigenes Thema, aber man kann dieses schnelle Denken, langsame Denken, kann man auch so verstehen, dass das schnelle Denken das Vorurteilsbasierende ist, das bayesianische Denken, und das langsame dann versucht, das, was ich vorhin im ersten Teil gesagt hatte, aufgrund der Wahrnehmung das Vorurteil zu verändern. So, die etwas unangenehmen Wahrheiten mal zusammengefasst. Den Fehlern kann man nicht entkommen. Man kann nur versuchen, sie zu minimieren und ihre Folgen so zu gestalten, dass, also in der Wahrnehmung jetzt, ne, und dann aber auch in Entscheidungen, dass sie wenig Schaden dem zufügen, was man eigentlich will. Wir kommen ohne Vorurteile nicht aus, und zwar theoretisch. Es geht nicht. Wir können in der Bayes-Formel auch nicht einfach, übrigens, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, in der Bayes-Formel, ne, es gibt rechts diesen Term PI, das Vorurteil, den können wir auch nicht einfach weglassen, weil wenn wir den weglassen, nehmen wir an, dass die Wahrscheinlichkeit für alle Fälle gleich ist, und das ist aber auch nur wieder ein Vorurteil. Damit ist das nicht vorurteilsneutral, sondern damit haben wir nur eins reingesteckt, was dann gar nicht mehr explizit dasteht, was noch schlimmer ist auf eine Weise. Wir entkommen dem nicht. Und dann ist wichtig, dass wir die richtigen Vorurteile uns bilden. Und das Gefühl der Kontrolle, das wir darüber haben, ist eine Illusion. Es ist eine Illusion, die unser Gehirn erzeugt, wahrscheinlich aus Gründen des Lernens, dass wir unser Verhalten rückwirkend modifizieren können. Aber das ändert nichts dran, dass es eine Illusion ist. Und unseren Intuitionen, die wir zu all dem haben, ist extrem zu misstrauen. Wie gesagt, Tauben können das besser als wir. Wir müssen uns immer bewusst halten, dass unsere Intuitionen wahrscheinlich falsch sind. Und das ist dann auch, was ich oft gefragt werde, wenn ich darüber spreche, ist, was kann man denn jetzt machen mit diesen ganzen grimmen Befunden? Und das, was auch in der Wissenschaft oft geraten wird, ist Bescheidenheit. Also immer sich bewusst zu halten, wahrscheinlich mache ich gerade einen Fehler, wahrscheinlich basiert das gerade auf einem Vorurteil, das mir gar nicht bewusst ist. Und das andere, was man unbedingt machen muss, ist diese Tatsache, dass so viele Fehler eingebaut sind, habe ich eingangs schon gesagt. Dieses Argument, ja, aber Wissenschaftler wissen auch nicht alles, deswegen müssen doch auch andere Meinungen zählen, das ist genau falsch rum aufgezogen. Dadurch, dass es das perfekte Wissen nicht gibt und dass es diese Wahrheit nicht geben kann, methodisch, sind wir gezwungen, so sorgfältig wie möglich zu arbeiten. Genau deswegen müssen wir empirische Methoden anwenden, weil alles andere es nur schlimmer macht. Also genau weil die empirischen Methoden auch nicht perfekt sind, sind sie das Einzige, was wir nutzen können, wenn uns daran liegt, die Welt und unser Leben zu verbessern. Das ist am Ende, wenn es uns darum geht, uns gut zu fühlen, dann können wir das auch ignorieren. Aber das wird langfristig nach hinten, das muss langfristig nach hinten losgehen. Und das andere, die andere Anleitung, und da kommen wir zurück zu dem Eingangsthema, warum sind die Debatten so eskalierend? Warum werden die Streite so hysterisch und so laut? Und das liegt eben daran, dass wir nicht merken, dass wir diese Vorurteile verwenden, sondern wir denken, wir sehen doch, wie es ist, und die anderen bestreiten, dass es so ist. Und dann ist das natürlich frustrierend. Das kann man nicht aushalten. Wenn der andere einfach sagt, nee, was du siehst, das stimmt aber nicht, dann muss ja Streit entstehen. Was, glaube ich, hilft, ist, wenn man sich klar macht, welche Vorurteile man selber reinsteckt
Jetzt mal ein konkretes Beispiel, wenn wir die Covid-Debatte haben, man kann das Vorurteil da reinstecken. Es ist in so einer Pandemie unbedingt nötig, die Infektionszahlen zu minimieren und zu verhindern, dass Leute daran sterben. Völlig vernünftig. Man kann auch das Vorurteil da reinstecken, Krankheiten kann man nicht zu 100% verhindern und die gehören auch zum Leben. Ist jetzt nicht meine Sicht, ist aber auch eine vernünftige Ausgangsposition. Und sich einfach mal klar machen, dass wenn man die jeweils andere Ausgangsposition verwendet, kommt man vielleicht zu anderen Ergebnissen, was die sogenannte Realität angeht. Und dann sieht die tatsächliche Wirklichkeit anders aus. Und dann kann man, glaube ich, mit mehr Verständnis in die Diskussionen gehen. So, das war jetzt viel geballte, schlechte Nachrichten. Und zum Abschluss noch ein paar kuriose Illustrationen. Das ist was oft durch die sozialen Medien geht. Das ist angeblich, sind das zwei Kugeln, die in der Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg in der Luft zusammengestoßen sein sollen. Wenn man jetzt irgendwas von Physik und Wahrscheinlichkeiten versteht, runzelt man da die Stirn und denkt, das ist merkwürdig. Wenn man aber gerne an Wunder glauben will und glauben will, dass das Unwahrscheinliche passieren kann, und da kann man mal sehen, wie wunderbar die Welt ist, selbst das eigentlich Unmögliche passiert, dann teilt man das wie verrückt auf sozialen Medien. Und die Pointe des Ganzen ist, wenn wir die Kugeln genauer anschauen, sehen wir, dass die hier diese Führungsgräben hat, die dadurch entstehen, dass die Kugel durch den Lauf entlang dieses Zugs, heißt das, in Rotation versetzt wird beim Abfahren, damit die stabil in der Luft ist. Die andere hat das nicht. Das heißt, die simple Erklärung, die Wahrheit sozusagen, die, wenn man so will, objektive Wahrheit ist, nur eine von diesen Kugeln wurde abgefeuert. Die haben sich nicht in der Luft getroffen, sondern die andere war wahrscheinlich in einer Munitionskiste und dann ist die eine da reingefeuert worden. Das ist einfach nur, glaube ich, als Fußnote und als Kommentar zu dem ganzen Thema dieses Vortrags sehr schön. Das ist eine relativ aktuelle, neue Illusion, die sich ein japanischer Künstler, Yagarikin, auf Twitter ausgedacht hat. Ich lasse das mal ein bisschen wirken, was Sie wahrscheinlich sehen, wenn das technisch funktioniert, wenn die Framerate jetzt nicht zu langsam ist, ist, dass diese Kreise, also was man sieht, ist, dass diese Kreise sich zu bewegen scheinen, beziehungsweise sich auszudehnen und zusammenzuziehen scheinen, wenn die Pfeile das anzeigen. Ich kann das auch ein bisschen beweisen. Ich kann beweisen, dass das nicht so ist, so rum. Das haben Sie sich mit Sicherheit schon gedacht. Das ist eine Illusion. Die bewegen sich nicht wirklich, auch wenn das schwer zu glauben ist, wenn man es einfach nur so sieht. Ist das zumindest, wenn das funktioniert, für mich eine sehr starke Illusion. Das, was ich daran sehr schön finde, ist, dass man wahrscheinlich denkt, die Pfeile würden das bewirken. Das stimmt aber gar nicht. Die Pfeile kann man auch weglassen, das funktioniert trotzdem. Und das ist so ein sehr schöner Meta-Kommentar zu der Rolle von Vorurteilen. Also so, man denkt, hier zeigt sich, dass wir, wenn man uns sagt, das bewegt sich nach oben, dann sehen wir das auch so. So ist es aber gar nicht in dem Fall. Es ist wie bei all diesen Dingen, eine Lehre ist daraus jetzt erstmal unmittelbar nicht zu ziehen, aber es zeigt, wie komplex und wie schwierig das Ganze ist. Hier nochmal ganz ohne Pfeil derselbe visuelle Effekt, einfach nur, weil es schön aussieht. Der scheint sich zu drehen, bleibt aber dabei auf der Stelle stehen. Das ist an sich schon, dass unser Gehirn das kann, dass sich was bewegen kann und gleichzeitig auf der Stelle stehen, auch schon merkwürdig, aber das ist auch wieder ein eigenes Thema. An der Stelle beende ich mal die grimmige Bestandsaufnahme und das, die Meditation rund ums Vorurteil. Danke fürs Mitdenken und Zuhören. Ich hoffe, es hat jemand zugehört. Ja, ich danke Ihnen, lieber Herr Schreiber, für den Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Ich mache jetzt mal die Präsentation ganz kurz weg, damit wir in die Diskussion eintreten können. Ich hatte jetzt gerade noch mal geguckt, ob ich einen Link finde von der Täuschung, die Sie gerade gezeigt haben, weil tatsächlich war die Framerate ein bisschen zu gering. Man hat es jetzt nicht so schön nachvollziehen können. Ich kannte das aber schon vorher. Und mir ging es auch am Anfang so, dass ich mir dachte, es sind vielleicht die Pfeile.
sind es aber dann in Wirklichkeit gar nicht. Also vielleicht finden wir das dann noch und können dann den Link dann nochmal nachtragen im Chat, oder wir tragen es dann nach, wenn wir den Vortrag nochmal online zur Verfügung stellen. Es gibt jetzt im Chat schon einige Fragen und einige Diskussionsbeiträge. Sie können da also gerne nochmal Ihre Frage stellen. Sie können auch sich zu Wort melden, entweder indem Sie die blaue Hand anklicken, sodass das dann für mich sichtbar wird. Dann erteile ich Ihnen das Wort, oder Sie schreiben einfach, dass Sie gerne das Wort hätten. Dann dürfen Sie Ihre Frage auch selber stellen. Ansonsten gehe ich einfach in den Chat hinein und stelle die Fragen, insbesondere zum Thema Ziegenproblem. Das kann man vielleicht zusammenfassen. Da gibt es jetzt auch schon eine breite Diskussion im Chat zum Ziegenproblem, wie das denn sein kann und so weiter. Ich hätte da, Herr Schreiber, weil Sie ja gesagt haben, das ist für Sie auch noch so ein bisschen intuitiv schwer zu erkennen, und ja, Sie können es auch immer noch nicht ranlassen. So ging es mir auch eine ganze Weile lang, bis ich tatsächlich mal eine Erläuterung gefunden hatte, die mir dann selber auch einleuchtet, und mit der finde ich das auch sehr einleuchtend. Vielleicht ist das für Sie ja auch so. Deswegen will ich die kurz mal vorstellen. Die hat vielleicht auch was mit dem Taubenexperiment zu tun. Es ist ja so, dass es um zwei unterschiedliche Strategien geht. Die eine Strategie ist, man bleibt bei seiner ursprünglichen Entscheidung, und die zweite Strategie ist, man entscheidet sich um. Was anderes gibt's ja nicht. Und man kann das ja mal durchspielen, und ich habe das tatsächlich mal gemacht im Freundeskreis. Wir haben das durchgespielt. Zwei Leute spielen. Einer hat die Strategie immer dabei bleiben, und der andere hat die Strategie sich immer umentscheiden. Ja, und dann spielt man das Spiel einfach mehrfach, und dann spürt man richtig, was da passiert. Denn wann gewinnt denn der mit der Strategie 1? Der gewinnt immer dann, wenn sie sich am Anfang schon mal für den richtigen entschieden haben. Nur dann gewinnt der. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1/3. Ja. Und wann gewinnt denn der andere? Na, in allen anderen Fällen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dann? Das sind dann eben die 2/3. Ja. Ja, deswegen gewinnt der andere eben doppelt so oft wie der eine. Das kann man, ich rate dazu, spielen Sie das Spiel einfach mal. Also spätestens nach 20 Malen haben Sie kapiert, dass das tatsächlich so sein muss. Ja? Das ist übrigens auch, das wollte ich eigentlich auch dazu gesagt haben bei Paul Erdős. Der hat sich, wie gesagt, geweigert, beim Kollegen gegenüber das zu glauben, und der Kollege hat dann genau das gemacht. Er hat eine Computersimulation vorgespielt, und dann war Ruhe. Genau. Aber das braucht es offenbar. Also, das beantwortet vielleicht auch gleich die Frage von Konstantin Haubner jetzt hier im Chat. Ich vermute auch mal, dass die Tauben das eigentlich auch so gemacht haben. Die haben da nicht drüber nachgedacht, sondern die haben das mal ein bisschen ausprobiert und ein paar Mal gespielt, das Spiel, und haben dann einfach gemerkt, dass es besser ist, wenn sie sich umentscheiden, und dann haben sie sich einfach die Strategie gewechselt. Das könnte eine Erklärung sein. Ich kenne jetzt leider das Experiment mit den Tauben nicht so sehr. Also das ist mit Sicherheit bei den Tauben die Erklärung. Das große Rätsel für mich daran ist, warum wir Menschen dazu nicht in der Lage sind. Und das ist auch nicht jetzt bei diesem Tauben, die Taubenstudie hat das als Kontrolle, hat sie Menschen auch da für dieses Problem gesetzt. Aber das ist auch schon bekannt. Also das gibt es auch mit Spielkarten. Sie können zwei Stapel von Spielkarten hinlegen und sagen, sie gewinnen immer, wenn sie eine schwarze ziehen. Und der eine Stapel hat doppelt so viele schwarze. Und dann gehen Menschen 1/3 auf den schlechteren und 2/3 auf den besseren Stapel, und das macht keinen Sinn. Und da können sie auch so lange trainieren, wie sie wollen. Da gehen sie nicht von weg. Und das ist. Ja, wahrscheinlich hat Konstantin Haubner recht, wenn er sagt, Tauben sind einfach die besseren Wissenschaftler. Ob das jetzt so ernüchternd ist, wie Michaela das findet, das weiß ich nicht. Ich bedanke mich jedenfalls schon mal bei Andreas Bischoff. Der hat jetzt hier einen Twitter-Link nachgereicht von dieser Jahrgang. Ich bin da noch nicht drauf gegangen, aber ich vermute mal, dass man da genau dorthin kommt, wo man sich das Ganze mal mit der richtigen Framerate nochmal anschauen kann. So, jetzt will ich aber trotzdem nochmal in die Fragen hineingehen. Da ist jetzt schon so viel gekommen, dass ich befürchte, dass ich da gar nicht irgendwie so richtig zurechtkomme und dass ich nicht allen Fragen gerecht werde. Ich will es trotzdem mal versuchen. Vielleicht ist es das, was Jürgen geschrieben hat, ist es, warum in der Bayesian Formel gar nicht die Erfahrung der Person berücksichtigt wird. Ich glaube, das beruht auf einem Missverständnis, denn genau das ist ja das, was Sie damit sagen wollen, dass die Erfahrung der Person in der Bayesian Formel da eben drinsteckt. Ja? Also genau, das ist ja ein Prozess, und der Prozess fängt irgendwann an mit einem Vorurteil, das dann wahrscheinlich angeboren ist als kleines Kind, und dann baut das ja auf, und das Vorurteil, das man mit sich rumträgt, entsteht aus der Erfahrung. Ja, und Klaus Eichler hat dann den Gedanken noch beigetragen, Wahrnehmung verändert unsere Vorurteile, das ist Erfahrung. Natürlich sind die Vorurteile dann an die Erfahrung gekoppelt. Mhm. Da kommen wir vielleicht noch ein bisschen mehr dazu. Es gibt zum Beispiel die Frage von Rudolf Kasparek,
Wir kommen mit genetisch fixierten phylogenetischen Erfahrungen auf die Welt. Sind das die Vorurteile, die Sie meinen? Also ist es nur die Phylogenese? Also wie gesagt, das ist ein Prozess und was da am Anfang reingeht, ist im Prinzip, muss das gar nicht definiert sein. Das kann, wird sicherlich Phylogenese sein und evolutionäre Programmierung. Ich habe auch gerade gesehen, Schwangerschaft als Thema, natürlich auch die Umwelt, all das. Aber mit jeder neuen Erfahrung verändert sich die Bayesianer sagen, der Prior, also diese Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Repräsentation, was immer wir da gerade wahrnehmen. Und der ist quasi die Repräsentation unseres Vorurteils. Mhm. Und der hat ursprünglich ist der mal gespeist aus solchen phylogenetischen Prozessen, aber der ist natürlich dann der Erfahrung unterworfen, klar. Deswegen können wir den auch überhaupt verändern. Also deswegen haben wir überhaupt eine Chance, das wieder loszuwerden, so schwer das ist. Ja. Ja, wenn wir gerade bei der Base-Formel sind, da gibt es auch eine Frage von Christian Meisner über den Chat. Was sagt uns die Kenntnis dieser Base-Formel über die Nutzung von Social Media und den häufig darin enthaltenen Fake News? Und wie sollte man Social Media in Anbetracht dieser Erkenntnisse gestalten? Das ist natürlich eine breite Frage. Ja, das habe ich jetzt ganz ausgeblendet. Da habe ich im Buch ja einen eigenen Teil zu. Ich glaube, um Fake News und Social Media, das steckt im Wort Social schon drin, um da einen Hebel dran zu kriegen, muss man gucken, dass ja nicht nur Leute aus Gründen falschen Vorurteils falsche Dinge, man muss aufpassen, ne? Das ist jetzt nicht objektiv falsch, aber aus unserer Sicht falsche Dinge sagen, sondern es ja auch jede Menge Leute gibt, die das sogenannte Bad Actors, die das mit Absicht machen, um ein Ziel zu erreichen. Und ich glaube, da muss man jetzt in soziale Kooperation gehen und gucken, was machen wir da eigentlich auf diesen sozialen Medien und wie funktioniert Kooperation eigentlich? Weil die Folgerung aus diesem ganzen Vorurteilsthema ist ja, wir können gar nicht eine vernünftige Weltsicht entwickeln. Wir brauchen dazu die anderen. Weil so viel Zeit haben wir in unserem Leben gar nicht, dass wir das alles selber, also ich kann nicht selber rausfinden, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Das muss ich von jemandem übernehmen. Da brauche ich Kooperation für. Und letztlich ist ja die Frage, wie kann man die Kooperation in diesen sozialen Medien, die ja sehr anarchisch gerade verläuft und sehr schnell und sehr, sehr eigenartige Prozesse, die da deswegen stattfinden, wie kann man die so ein bisschen kanalisieren, dass diese Böswilligkeit da rauskommt? Und das ist sicherlich die Frage der nächsten Jahre, glaube ich. Das wird uns alle noch beschäftigen. Ja, da kann man viel noch dranhängen. Ich gebe es trotzdem jetzt gleich mal weiter, obwohl ich jetzt gerade hier nochmal schauen muss. Ja, also offenbar ist die Antwort schon mal angekommen beim Fragesteller. Er wird noch ein bisschen drüber nachdenken und danach können wir noch mal ein bisschen weiter diskutieren. Dann gehe ich jetzt gleich mal weiter zur nächsten Frage. Manfred Körtel hat nämlich jetzt gebracht, so gerade zum Ende hin, sollte das jetzt ein radikaler Konstruktivismus sein? Fragezeichen. Warum sollte man das Vorurteil des radikalen Konstruktivismus gegenüber anderen Vorurteilen bevorzugen? Warum sollte man Kognitionswissenschaft betreiben, wenn da nur Vorurteile herauskommen? Im Ende klang es eher nach Fallibilismus. Also ich finde immer interessant an diesen Fragen, dass es natürlich auf den ersten Blick so wirkt, als würde das so eine Art Relativismus etablieren. Wenn alle nur Vorurteile haben, warum ist dann meins besser als deins? Ist ja letztlich die Frage, die dahinter steckt. Soweit ich sie verstehe. Und ich glaube, das folgt aus der Empirie. Das ist, was ich eingangs gesagt habe. Die Prozesse, die wir da machen, haben ja nicht das Ziel, eine objektive Wahrheit zu ermitteln. Und wie gesagt, das geht ja auch gar nicht aus fundamentalen mathematischen Gründen, sondern die haben das Ziel, dass unsere Handlungen die Effekte haben, die wir uns wünschen. Und deswegen sind meine Vorurteile besser als die von Leuten, die dieses Ziel nicht haben, weil ich die immer wieder an der Wirklichkeit überprüfe. Und dann kommen wir natürlich, wenn wir jetzt ganz philosophisch werden, warum geht morgen die Sonne auf, nur weil sie die letzten Millionen Jahre aufgegangen ist? Ja, gut. Letztlich kann das natürlich trotzdem alles falsch sein. Ich kann das noch so sehr in der Empirie schulen. Vielleicht ist morgen schon alles anders. Und das natürlich dann aber auch im kleineren Rahmen. Natürlich können die Vorurteile auch falsch sein und die ich für falsch halte, richtig sein. Das ist nur sozusagen auf einer Metaebene dasselbe Problem ja nochmal wiederholt. Wie komme ich zur Wahrheit? Und die Antwort ist eigentlich gar nicht. Eigentlich kann ich nur so mich so gut wie möglich drum bemühen.
Also in die gleiche Stoßrichtung, in die gleiche Stoßrichtung geht die Frage nach den richtigen und nach den falschen Vorurteilen von meinem Kollegen Helmut Fink, der zugespitzt fragt und will, wenn es jetzt keine objektive Wahrnehmung gibt, was ja sehr subjektivistisch klingt, was kann es dann überhaupt bedeuten, das richtige Vorurteil zu haben, das richtige Vorurteil? Muss es nicht bedeuten, mit dem richtigen Vorurteil schneller eine bessere Wahrnehmung zu bekommen und somit eben doch auf dem Weg zur Objektivität zu sein? Ja, aber die bessere Wahrnehmung, das ist das, wo es sehr subtil wird. Die bessere Wahrnehmung ist jetzt nicht die, die näher an die Objektivität kommt, weil wir das aus strukturellen Gründen gar nicht beurteilen können. Dazu müssten wir ja die Objektivität haben. Mhm. Also das ist so ein eingebautes Problem. Um überhaupt beurteilen zu können, dass die Wahrnehmung besser in irgendeinem objektiven Sinn ist, brauchen wir die Objektivität, die wir damit ja erst herstellen. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich glaube, man kann das nur operativ definieren und sagen, wie gesagt, wenn meine Wahrnehmungen mir erlauben, Handlungen auszuführen, die zu dem Ergebnis führen, das ich mir wünsche, dann sind es die besseren. Weil das ist ja, was die Evolution uns mitgegeben hat, ist Daten sammeln, sodass wir die Welt so gestalten, wie wir das gern hätten. Das ist quasi der biologische Auftrag an unser System. Ja, und würden Sie dann von so Begriffen wie Objektivität ganz Abstand nehmen wollen? Also ich glaube, dass die Objektivität, das ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff. Wenn die Objektivität bedeutet, dass man versucht, diese Vorurteile explizit zu machen und dadurch, also ich habe Physik studiert, ne? Ich glaube jederzeit an eine objektive Realität. Das ist jetzt kein vollständig subjektivistischer Ansatz. Ich glaube nur, es ist sehr schwer, da dran zu kommen. Und wenn die Objektivität bedeutet, dass wir mit dem methodischen Arsenal, das wir haben, so nah wie möglich daran kommen und so viele wie möglich von diesen Vorurteilen identifizieren, rauskriegen wir sie nicht, aber wir können sie identifizieren und können uns, ist ein bisschen wie in der Modellbildung in den medizinischen oder empirischen Wissenschaften, was uns ja gerade dauernd beschäftigt, warum gibt es diese virologischen Modelle? Und die gibt es ja, um die Realität sozusagen vollständig zu erfassen. Wir spielen alle möglichen Varianten durch. Und so würde ich mir dann auch Objektivität praktisch vorstellen, dass wir die Vorurteile identifizieren und dann gucken, was machen verschiedene Vorurteile mit dieser Objektivität. Die Objektivität selber, an die kommen wir nicht dran, da glaube ich. Das sehe ich nicht, wie das gehen soll. Mhm. Das wäre auch informationstheoretisch, physikalisch, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Weil alle Prozesse, die wir können, sich immer nur annähern und ich glaube, das ist auch verfehlt, das asymptotisch sich zu denken. Das ist ja so dieses Bild, wenn man lang genug dran forscht, dann wird man asymptotisch sich dem annähern. Aber es ist halt in jedem Prozess, es sind Annahmen drin, die meistens ja auch nicht explizit sind und die wird man nicht los, glaube ich. In letzter Konsequenz. Ja. Also da kommt jetzt direkt die Nachfrage von Helmut Fink nochmal, Wahrnehmungen mit unterschiedlichen Vorurteilen konvergieren doch dann. Ja, das ist das, was Sie jetzt gerade eben gemeint haben. Also ja, die konvergieren Sie denn dann? Ja? Die konvergieren also, gegen die Praxis, wenn die Praxis dieselbe ist. Und da wird es dann natürlich ganz kompliziert, weil ja meistens die Leute mit den anderen Vorurteilen auch eine andere Vorstellung davon haben, was sie gerne hätten. Und dann mischen sich die Dinge ja. Dann habe ich auch ein anderes Handlungsziel und dadurch weiß ich gar nicht, ob ich an diese Konvergenz so vollständig glaube. Ich glaube, man muss es aushalten, dass unterschiedliche Realitäten nebeneinander stehen. Ja, das auf der subjektiven Ebene haben Sie selbstverständlich recht. Ja. Gar keine Frage. Die Frage ist ja jetzt, was passiert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit den wissenschaftlichen Daten, die man jetzt sammelt. Ist nicht Objektivität genau das, wogegen man dann so eine Konvergenz beobachten möchte? Oder wie soll man das denn sonst nennen, wogegen das dann konvergiert? Das war, glaube ich, die Frage. Es ist ja quasi in der Wissenschaftstheorie ich meine, es ist schön, dass das so ist, dass die Physik über die Jahrhunderte hinweg immer näher der Wirklichkeit gekommen ist, soweit, dass jetzt die Physikmodelle Vorhersagen machen, die wir noch gar nicht so genau messen können, wie die Vorhersagen sind. Aber warum das so sein sollte, aus den Gesetzen der Wahrnehmung erfolgt das für mich jedenfalls nicht. Und ich glaube eben, dass wenn tatsächlich in der Physik jetzt zum Beispiel ist die zugrunde liegende Wirklichkeit ja relativ illusionsfrei zu kriegen. Weil es da eben nicht um Bewertungen geht, da geht es nicht um psychologische Einsichten, da geht es nicht um qualitative Wahrnehmungen, da geht es um quantifizierbare, reproduzierbare Fakten und dann konvergiert es. Das ist ja relativ leicht einzusehen, warum das dann konvergiert. Warum das konvergieren sollte, ist wieder eine andere Frage, warum es diese Naturgesetze überhaupt gibt und warum die
konsistent sind und warum wir da Modelle bauen können, die die einfangen. Eigenes Ding, aber ich glaube, in den kognitiveren Bereichen wird das zu wenig einfassbar. Also wie wollen Sie die objektive Realität einer Rotwahrnehmung, was soll das überhaupt sein? Und wenn jetzt jemand andere Assoziationen an Rot hat als ich und wir aber dann trotzdem natürlich uns auf den Begriff einigen können, ist das dann objektiv konvergiert oder ist meine Wahrnehmung, das werde ich auch nie erfahren können, das ist ja schon das grundlegende Problem, dass ich die Wahrnehmungen ja gar nicht vergleichen kann. Also klar, man muss immer dazu sagen, welche Fragestellung man jetzt gerade bearbeiten will. Und wenn es um diese Qualia geht, um diese Rotwahrnehmung, da haben Sie völlig recht. Da kann man die Objektivität gar nicht herstellen, weil man die gar nicht kriegen kann. Und die Objektivität, die man dann bekommt, wenn man sich einfach also anguckt, möglichst genau mit den heutigen Maßstäben, die man jetzt zur Verfügung hat, mit den Mitteln, wie die Gehirne reagieren, da hat man immer noch nicht diese Eigenschaft irgendwie erkannt dadurch. Das ist schon richtig. Also deswegen ist es ja so wichtig, dass man immer dazu sagt, worüber spricht man jetzt eigentlich gerade. Ich muss das gleich auch nochmal relativieren, weil das eigentlich gar nicht meine Position ist. Ich muss das wieder ein bisschen zurückrudern. Ja. Ich finde diese ganzen Qualia-Argumente, die da in der Philosophie auch gerne mal gebracht werden, dass das alles unzugänglich ist und ein Mysterium, wie das überhaupt entsteht. Und das glaube ich alles nicht. Ich glaube, wenn man jetzt die feinteilige Möglichkeit hätte, die Prozesse genauer sich anzuschauen, dann würde man schon feststellen, was das ausmacht, eine Rotwahrnehmung zu haben. Und in dem Sinne würde es wahrscheinlich dann langfristig auch irgendwie objektiv konvergieren. Ob das für die subjektiven Wahrnehmungen selber dann auch stimmt, wage ich eigentlich zu bezweifeln, weil da ist so viel drin, was man gar nicht quantifizieren kann, dass man da, glaube ich, ja. Also Herr Kasparek hat jetzt den Begriff Kategorienfehler eingebracht, der lauert da natürlich immer irgendwo dahinter. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle er das gebracht hat. Ich kann Sie nochmal auffordern, wenn Sie selbst Ihre Frage stellen wollen, dann tun Sie das. Vielleicht gebe ich das auch nicht richtig wieder oder vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber ich kann jetzt vielleicht, weil Helmut Fink das jetzt gerade geschrieben hat, nochmal etwas präziser die Frage nochmal nachbohren, wenn es um das Thema Objektivität geht. Also Objektivität muss nicht die letzte hinterfragbare Wahrheit heißen. Das heißt aber Invarianz gegenüber dem Wechsel der Perspektiven vom Beobachter und so weiter. Und die sollte doch eigentlich erreichbar sein, oder nicht? Ich glaube halt, das ist erreichbar für ein formalisierbares System, wie eben in der Physik und der Mathematik. Sobald Überzeugungen wenn Sie in der Psychologie, was wollen Sie da objektivieren? Die Überzeugung über kognitive Prozesse. Kann die jemals unabhängig sein von dem, was der jeweilige Forscher da reingibt? Ich habe meine Zweifel. Ich glaube, das ist dann ein sprachlicher, die Theorie findet ja einen sprachlichen Ausdruck und allein da schon wird das, glaube ich, so vieldimensional, dass ich ein bisschen skeptisch bin. Wie gesagt, ich glaube, grundsätzlich wäre das theoretisch erreichbar. Ich glaube nur, das ist so wie bei vielen dieser Dinge, macht das dann praktisch keinen Unterschied, weil wie soll das aussehen? Diese objektive psychologische Theorie zum Beispiel. Wie sollte die aussehen? Bleibt mir nur noch, Ihnen jetzt herzlich dafür zu danken, dass Sie uns den Vortrag gehalten haben. Ich empfehle nochmal dieses Buch, Wahre Lügen, wenn Sie das nochmal nachlesen wollen. Also es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Und Sie sind am hinterher tatsächlich schlauer und wissen ein bisschen mehr über die Wahrnehmung. Ich denke, wir bleiben auch dran an dem Thema Wahrnehmung. Die Reihe heißt ja vom Reiz der Sinne. Und die nächsten Vorträge der Reihe schicke ich Ihnen jetzt auch gleich in den Chat. Da können Sie dann nochmal nachschauen. Der nächste Vortrag ist ja dann in 2 Wochen schon, am 2. Februar vom Professor Fred Mast. Da geht es dann um die Macht der Imagination. Also auch da geht es dann noch weiter. Ja, würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Wenn es Ihnen gefallen hat, spenden Sie uns ein bisschen. Das hilft uns bei unserer Arbeit. Gemeinnützige Organisationen haben ja den Vorteil, dass die Spenden dann auch steuerlich absetzbar sind. Das heißt, Sie haben dann letztlich auch was von Ihrer Spende. Ich bedanke mich für Ihnen fürs Dabeisein und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schreiber, dass Sie uns den Vortrag gehalten haben. Ja, machen Sie weiter und alles Gute erstmal. Vielen Dank. Ja, ich danke auch allen und besonders Ihnen. Ja. Für die schöne Gelegenheit. Dann bis demnächst. Tschüss, vielen Dank. Bis bald. Ja, tschüss.